Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast My Cosplay Life. Heute ist es eine besondere Folge, denn ich habe einen Gast bei mir. Die liebe Seli wird heute mit mir darüber quatschen, was für negative Erfahrungen man so vielleicht als Cosplayer erlebt, sowohl im Offline-Bereich als auch online, und ob auch in der Cosplay-Szene Diskriminierungsfälle gibt. Also hört mal ganz gespannt zu. Es ist eine längere Folge als sonst. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß dabei. So, erstmal hallo, wie geht's dir überhaupt? Hallo, ja, also mir geht's eigentlich ziemlich gut. Ja, bin gesund. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich hatte heute einen sehr komischen Tag. Komplett beschissen angefangen und danach war ich in der Kunsttherapie und ich weiß nicht, das war so, als ob ich neu geboren wurde. Es ging mir einfach danach so gut und ich dachte mir so, hä, warum geht's mir so gut? Ja, das Gefühl mir nicht, das habe ich manchmal, wenn ich vom Sport komme. Ich gehe jetzt in letzter Zeit ins Fitnessstudio und da power ich mich einfach voll aus und wenn ich heimkomme, bin ich einfach so richtig glücklich. Ja, das ist voll schön. Ja, das spüre ich ja auch immer. Ja, herzlich willkommen und danke, dass du überhaupt hier dich bereit gefühlt hast, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Ich freue mich riesig. Du bist auch meine erste Gästin, sagt man es überhaupt so? Mein erster Gast, whatever. Ja. Die Ehre liegt auch ganz bei mir. Magst du dich kurz vorstellen für die Zuschauer? Ja, also mein Name ist Sally, so nennen mich halt die meisten in der Cosplay-Szene. Ich bin auch als Sally PD bekannt. Ja, der Name hat sich halt rausgestellt aus meinem Namen, Sally. Und PD bedeutet Production, Produktion. Das heißt, falls ich irgendwann kein Unternehmen gründe, habe ich schon den Namen. Richtig clever. Oha, das wusste ich nicht mal. Aber sehr cool. Ja. Ja. Ja, magst du da noch ein bisschen erzählen, so seit wann cosplayst du? Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Oh, da muss ich jetzt erstmal meine Jacke ausziehen. Oh. Okay. Also ich habe 2013 angefangen zu cosplayen, weil bei uns eine Convention in der unmittelbaren Nähe war und ich schon immer mal cosplayen wollte. Und ich war die ersten paar Jahre bis 2016, war ich immer nur auf einer einzigen Convention gewesen im Jahr und es war das Highlight des Jahres. Und oh, nach 2016 schön. Bin ich dann auf mehrere Conventions gegangen und jetzt grase ich so ziemlich fast alle ab, die irgendwie möglich sind. Ja. Sehr, sehr krass. Also du hast ja nächstes Jahr Jubiläum, ne? Ja. Crazy. Also Meine Damen und Herren, wir haben hier einen alter Hase. Ja. aber nee, mega cool. Vor allen Dingen, du dürftest jetzt dann unglaublich viel Erfahrung sammeln. Also du bist halt, also ich stelle mir das immer so vor, alle Leute, die mehr als 5 Jahre gecosplayt haben, die gehören so richtig zu den alten Hasen, die so quasi die Cosplay-Szene überhaupt gegründet haben. Also so wirkt es immer auf mich, weil ich mit meinen 2 Jahren Erfahrung, vor allen Dingen genau in der Pandemiezeit, was ich manchmal so höre, ich denke mir so, Alter, also ja. So viel erlebt und so ein Kram. Also ich finde das immer sehr, sehr cool, Leuten zuzuhören, die länger dabei sind und auch zu der Zeit, wo man tatsächlich viele Conventions und so weiter im Jahr hatte. Ja. Also, was dazu kommt, muss man halt wirklich sagen, ich habe halt 2013 habe ich meine Ausbildung angefangen. Dann habe ich die 3 Jahre danach halt die Ausbildung gemacht. Mir war das halt ziemlich wichtig, dass ich da sage, okay, das Hobby steht hinten ran und ich mache noch nicht so viel. Das heißt, im Endeffekt habe ich 3 Jahre lang zwar gecosplayed, aber da war nicht wirklich viel. Überleg mal 2013, was hast du denn da auch online gemacht damals? Da war das vielleicht... Hast du Facebook? Auf Anime warst du? Ja, Facebook, ja. Aber auf Facebook, da war das noch so ein, oh, möchtest du dich wirklich dazu outen, dass du Cosplayer bist, dass du anders bist? Und da hast du das einfach nicht gemacht. Und ich glaube, ich habe auch erst seit 2000,
16 oder eigentlich so Ende 2016 habe ich erst Instagram gehabt und Mitte 2017 TikTok. Ja, und da hatte ich dann auch das Online-Erlebnis mit dem ganzen Cosplay. Aber ich muss halt wirklich sagen, wenn ich gefragt werde, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen diesen, jetzt möchte es nicht in zwei Klassengesellschaften teilen, aber im Endeffekt ist es ja halt so, diese Online-Cosplayer und diese Real-Life-of-Convention-Geek-Cosplayer, dann ordne ich mich wesentlich mehr den, ich gehe auf Conventions-Cosplayern an, weil dieses ganze Online ist nicht so mein Ding, aber da kommen wir ja noch im Laufe des Abends dazu, was da so die positiven und negativen Aspekte sind. Ja, definitiv. Ich finde das, wie gesagt, mega, mega krass. Also ich habe ja dieses Offline-Cosplay-Leben sozusagen ja noch nicht so krass erleben können, weil, wie gesagt, kurz vor der Pandemie angefangen, richtig loszulegen. Und tatsächlich war sehr wenige Conventions und ich bin halt ein sehr introvertierter Mensch und auch dazu noch schüchtern. Und ich fand das so geil, als du und die anderen Naruto-Cosplayer, also für die Zuschauer nochmal. Ich kenne Sally auch von der Epicon. Das war meine zweite Convention überhaupt. Und ich dachte mir so, ja, es ist in Münster, es ist bei mir in der Stadt und die soll klein sein. Ich dachte mir so, okay, dann traue ich mich dort zu cosplayen. Und dann wird auf einmal irgendwer ruft meinen Namen, Conan, Conan. Und auf einmal stand ich neben Sally und super viele andere tolle Naruto-Cosplayer und wir haben so Gruppenbilder gemacht und da habe ich quasi Sally kennengelernt. Und ich fand das schon, also wirklich, das war mein Highlight des Jahres mit menschlicher Kommunikation und Interaktion. Aber ich fand das so schön, weil ich habe tatsächlich immer mich vor Conventions und Treffen generell gefürchtet und kannte nur dieses Online- Cosplay-Leben sozusagen. Und ich fand das ein sehr schöner Willkommensgeschenk, dass ich mich halt auf der Convention getraut habe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass im Offline Dinge sich komplett anders und vielleicht auch schöner erleben lässt als jetzt in der digitalen Welt. Ja. Daher bin ich mal gespannt, was du von uns teilen haben lässt, von deinen Erfahrungen und von deiner Weisheit. Weisheit, okay. nee, Spaß. Ja, also wie gesagt, du bist halt super lange auch auf Social Media, bist eigentlich schon ein paar Jährchen. Würdest du denn sagen, jetzt offline und online zusammen, würdest du sagen, erlebst du eher positivere, Erle also Positives oder eher Negatives? Also zusammengesetzt muss man sagen, generell fühle ich mich in meinem Hobby sehr wohl. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben, online und offline. Ich finde aber, es ist dieses Online, es ist ein anderes Gefühl, was man bekommt als offline. Du musst dir das so vorstellen, du hast online, du sitzt vorne dran und du kriegst direkt, wie soll man sagen, direkt Feedback. Die Leute liken deine Bilder, die Leute liken deine TikToks, die schreiben Kommentare. Die geben dir direkt, ja, Feedback zurück. Du kriegst direkt gesagt, okay, ist deine Leistung gut oder ist sie schlecht? Du wirst also eigentlich nur direkt bewertet. Es ist wie in der Schule, du kriegst eine Bewertung und entweder machst du dir was draus und sagst so, oh ja, ich freue mich darüber, weil der Mensch ist halt nun mal psychisch dazu ausgelegt, dass er sagt, oh, eine große Zahl finde ich attraktiver als eine kleine Zahl. Ja, Es ist so. definitiv. Stichwort Belohnungssystem und so bei uns im Gehirn Genau. ist ja ganz, ich sag mal so, biologisch festgesetzt. Ich finde das super interessant, denn als du gerade davon gesprochen hast, ist mir erst bewusst geworden, dass ich tatsächlich, wenn ich mich offline mit Menschen treffe, ich habe immer diesen Drang, ein Kommentar, also natürlich ein Kompliment, aber immer ein Kommentar abzugeben. Ich möchte immer den Leuten ihren Cosplay quasi einmal von oben nach unten so komplett durchschauen, nach dem Motto, was kann ich besonders hervorheben, wie kann ich diese Person halt ein Kompliment geben oder so. Und finde ich voll krass, weil vielleicht kommt das auch ein bisschen daher, dass ich halt damit angefangen habe, erst auf Social Media quasi in der Cosplay-Szene meine Erfahrung zu sammeln und erst danach offline. Weiß ich nicht, ob das von da kommt, aber ist auf jeden Fall gerade so ein spontanes Erkenntnis, die ich quasi gemacht habe. Ich finde das irgendwie
voll crazy, dass du diesen Punkt ansprichst, weil das ist mir noch nie so richtig bewusst gewesen. Ja, klar, natürlich, man liked, man kommentiert. Ich persönlich bin von dieser Phase weg, wo ich dann quasi gucke, wie viele Likes habe ich bekommen, hat dieses Bild dreistellig Likes und früher war es immer so, dreistellig cool, zweistellig doof. Und ja, ich habe mich irgendwann davon lösen können und ich gucke tatsächlich gar nicht mehr, wie viele Likes ich auf die einzelnen Bilder habe, was mich viel mehr bewegt oder was worauf ich mehr achte, sind tatsächlich Kommentare. Aber bei mir ist es halt natürlich auch so, dass das meistens eher austauschmäßig ist. Also gar nicht so, dein Cosplay ist toll oder dein Cosplay ist doof, sondern dass man quasi auf die Caption reagiert. Mhm. Aber da hast du natürlich auch recht. Also viele beschweren sich auch so, mein Foto ist, das ist mein Lieblingsfoto vom Shooting, warum wird nicht so viel geliked oder sowas? Ich habe solche Stories schon mal gesehen und das hat mich so abgeschreckt. Crazy. Es ist auch unheimlich ungesund. Ich meine, ich habe auch mit vielen Anfänger-Cosplayern oder mit vielen, soll man sagen, jüngeren Cosplayern zu tun. Und gerade im Alter unter 18, du bist mitten in der Pubertät und natürlich vergleichst du dich mit anderen. Ja. Ja. Und noch dazu kommt noch dieser Leistungsdruck, den du dir selbst zufügst und du sagst, oh mein Gott, ich muss mehr Likes haben, ich muss mehr Follower haben, weil die Klassenkameradin, die auch Cosplay, die hat ja mehr und so weiter. Und das ist so ein ungesundes Verhalten, was jetzt auch ganz besonders während Corona halt so stark aufgeflammt ist, dass man immer mehr haben muss und immer größer und wichtiger. Und da muss ich wirklich sagen, das alles ist auf Conventions nicht mehr wichtig. Ja. Du kannst online deine Millionen Abonnenten oder sowas haben, aber was du wie du dich dann auf der Con gibst oder wie du dich auf der Con verhältst oder wie du halt auch aussiehst und sowas, ja, ist wieder was ganz anderes. Weil ich finde es immer sehr lustig, wenn Leute mich so fragen, so, ja, deine Cosplays, die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt perfekt gemacht oder, wie soll man das sagen, nicht perfekt gemacht, aber nicht so detailreich, wie es sein könnte. Und dann sage ich immer, ja, meine Cosplays sind Convention geeignet. Das ist was ganz anderes. Entweder hast du ein Cosplay, da bist du halbnackt vor der Kamera, aber du weißt, was würdest du nie draußen tragen, dann ist es nicht Convention geeignet. Und so tue ich zum Beispiel meine Cosplays raussuchen und sage, würde ich das auf einer Convention tragen? Und wenn ich sage, nein, dann hole ich mir das nicht, weil das nur für daheim zu tragen, dafür bin ich nicht so der Mensch. Ja. Habe ich halt festgestellt. Es gibt welche, die sagen wirklich, sie holen sich sexy Outfits und machen sexy Shooting daheim oder auch so sexy Shooting. Aber das ist eine ganz andere Sparte. In die Richtung bin ich bis jetzt noch nie vorgestoßen. Aber ja, ich bin halt irgendwie nicht so der Mensch dafür, kann man so sagen, ja. Ja, ich finde auch, ich bin immer so ein Freund von Vielfältigkeit und deshalb mag ich dieses Hobby ja so sehr, weil da gibt es halt Menschen wie dich, du bist eher so, ich will was erleben, ich will auf Conventions gehen und andere setzen eher so auf künstlerischen Ausdruck, sei es jetzt eher in der Sparte der Erotik, sage ich mal so, oder auch, also es gibt ja Leute, die dann quasi das Cosplay an sich ist halt eher von der Qualität zwar nicht so, ich sag mal so, hochwertig, aber die legen halt mehrer Wert auf krasses Make-up. Also man kann sich sozusagen seinen eigenen Schwerpunkt sozusagen aussuchen und das muss definitiv der eigene Person und Persönlichkeit auch passen. Ja. Also ich meine, die interessanteste Erfahrung, die ich schon miterlebt habe, ist, da hat jemand Bakugo Cosplay, das an sich kein schweres Cosplay ist, aber mit den Granaten. Und da hat er sich so extra so Granaten aus Karton gemacht. Also eigentlich ein ziemlich instabiles Material. Ja, das stimmt. Er wollte natürlich die Granaten auch zu seiner ersten Convention mitnehmen, damals die Dokumi 2020. Man muss bedenken, erstens, Conventions während Corona sind ja nochmal ein anderes Thema an sich. Ich bin jemand, ich unterstütze das. Es gibt viele, die sagen, nee, Conventions sollten wir während Corona nicht besuchen. Akzeptiere ich auch. Aber auf jeden Fall, bei ihm war es so, er hat es mitgebracht und hat es im Zug mitgehabt und sowas. Und es ist kaputt gegangen.
Oh nein. Weil es halt einfach ist nicht direkt im Zug kaputt gegangen, sondern wirklich unmittelbar auf der Convention in der Anstehschlange, weil er hat damit nichts greifen, hat es aber trotzdem versucht und dann ist halt putt gegangen. Und er war dann natürlich sehr traurig. Und da hat er auch gemeint, so, ja, aber jetzt fühlt er sich jetzt nicht mehr komplett und jetzt fühlt er sich hässlich und all sowas. Der hatte trotzdem am Ende des Tages, habe ich ihn gefragt, ob er trotzdem Spaß hatte. Ja, hatte er. Also es kommt auch wirklich nicht wirklich auf die Qualität drauf an, auf der Convention, was für eine Qualität in Cosplay du so bietest. Natürlich ist es schön, wenn du sagst, oh, da habe ich jetzt das Beste aus mir rausgeholt und oh, das Cosplay ist mir besonders gut gelungen. Aber das bekommst du nicht unbedingt auf der Con wieder gespiegelt. Da ist Ja. es nicht wichtig, ob du jetzt, du kannst der hübscheste Bakugo sein, aber wenn du vom Charakter unsympathisch bist, also wirklich schon die ersten Sätze sind so ein arrogantes, wie du willst schon, wie du willst das im Bild, ich habe jetzt aber keine Lust, dann bist du gleich, wie soll man sagen, dann, weißt du, dann kannst du noch so berühmt sein online, dann bist du einfach auf der Con uninteressant, weil unfreundlich, sowas. Ja. Und es fällt online zum Beispiel auch gar nicht so sehr auf. Das Deswegen, stimmt. man irrt sich manchmal in Leuten, die online sich so sympathisch verhalten und wenn du sie dann offline triffst, denkst du so, oh, das ist doch ein anderer Mensch. Und ja, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, es war halt einfach, für Anfänger-Cosplayer ist es immer sehr erstaunlich, dass online funktioniert doch ihr Schema von wegen, sie schminken sich besonders auffällig oder sie, weiß ich nicht, haben besonders tolle Accessoires. Und auf Conventions merken sie, das ist ja gar nicht mehr so relevant oder ich bin ja gar nicht mehr so was Besonderes, sondern ich bin nur einer von vielen Cosplayern und steigen dann oft auch von ihrem hohen Ross runter. Das finde ich ganz gut und ich hoffe, dass sich das auch so weiterentwickelt, weil ich sehe da ziemlich groß die Gefahr, dass ziemlich viele Leute sich was einreden auf ihre Follower oder ihre Likes oder so, sonst irgendwas und auf Conventions dann wirklich absolut enttäuscht werden und des Lebens nicht mehr froh werden, weil sie überhaupt die Welt nicht mehr verstehen und das Hobby dann auf einmal nicht mehr mögen und nicht mehr auf Cons gehen, nur weil sie das Prinzip einfach nicht verstanden haben, dass Online und Offline zwei verschiedene Schuhe sind. Ja, ich Weißt glaube, ja, das geht aber auch in zwei Richtungen, ne? Also ich kenne halt genug Leute, die vor allem Anfänger, die jetzt vielleicht auch gar nicht so lange auf Social Media sind und dementsprechend auch gar nicht so krasse Followerschaft bilden konntest oder aufbauen konntest. Und dann fühlen sie sich total schlecht, warum haben alle irgendwie so viele Follower und ich nicht? Und dann gehst du auf eine Convention und merkst, ey, da sind so viele Leute, du bist einer von vielen und das ist halt wieder genau ja die andere Reaktion, dass man halt hochgepusht wird, so Ja. cool, alle sehen genauso aus wie ich oder halt, also eigentlich sieht jeder anders aus, aber weißt du, du triffst halt immer Ja, weißt Leute, du, die deinem vielleicht ja von den gleichen Fandoms quasi cosplayen wie du oder halt das gleiche Niveau, sage ich mal so, von der Qualität der Cosplays oder so sind. Also da ist so eine Vielfalt und ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass man vor allen Dingen Jugendliche, ich kann ja selber halt, als ich Jugendliche war, ich habe Leute gefolgt, im Endeffekt hat mir das nur kaputt gemacht. Weil ich einfach nicht wusste, ich kann diese Menschen entfolgen. Ich kann Menschen folgen, die mir gut tun. Und das war auch bei mir ein sehr starker Prozess. Und ich würde mir auch wünschen, dass diesen Jugendlichen, sei es von den Eltern oder vielleicht sogar von der Schule, dann quasi beigebracht wird, wie man damit umgeht. Dass man halt quasi sich nicht nur, ja, ich sag mal so, den Schönheitsidealen, ähnlichen Vorbilder auf Instagram sich rauspickt und die folgt, weil jeder die folgt, sondern tatsächlich halt schaut, welcher Mensch, den ich folge, tut mir gut. Weil ich habe tatsächlich festgestellt, alle reden so Social Media schlecht, aber seitdem ich wirklich durch diesen Prozess auch erstmal durchgegangen bin und jetzt auch nur Leute folge, die mir wirklich inspirieren, ich habe halt so eine krasse Vielfalt auf meinem Feed, genauso wie auf einer Convention. Ja, ich musste was dafür tun und hier, keiner sollte sich schlecht fühlen, falls irgendjemand hier nicht auf dem gleichen Stand ist wie ich. Aber es ist auf jeden Fall ein Tipp an alle, die hier zuhören.
denkt wirklich darüber nach, wen ihr folgt. Möchtet ihr die Person folgen? Warum folgt ihr der? Wollt ihr vielleicht auch mal eine andere Persönlichkeit? Vielleicht wollt ihr eher auch mal mehr Bastler folgen. Also viele folgen ja auch einfach nur Leute, die Cosplay-Bilder posten. Aber manche würden halt vielleicht sich besser fühlen, Bastler zum Beispiel zu folgen, damit man halt merkt, nicht jeder ist perfekt. Und es gibt ja nicht nur die perfekten, fertigen Cosplays, sondern da steht so ein krasser Prozess hinter, wie man halt die Sachen angegangen ist oder wie viele Fails man hat oder Versuche, bis ein Bauteil zum Beispiel so aussieht, wie dann halt auf dem Cosplay-Bild. Und es gibt halt sehr viele Leute, die halt diesen Prozess dokumentieren auf Social Media. Und ich finde das super schade, dass diese nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie ich jetzt zum Beispiel tun würde. Aber generell ein Tipp an allen: Achtet bitte darauf, wen ihr folgt, welchen Einfluss diese Person auf euch hat. Es ist eigentlich der Sinn von Social Media, ist, du kannst, das ist ein Baukasten, den kannst du dir so zusammenschmeißen, wie du möchtest. Jetzt nicht auf der Explore-Page, aber auf dein Feed. Du kannst genau bestimmen, was du zu sehen bekommst. Und da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Weil man rutscht sehr schnell rein, dass man halt nur, ich sag mal so, von der Gesellschaft perfekten Leute und dann hat man verzerrte Realität. Ja, das ist halt nicht so schön. Da muss ich dir absolut zustimmen. Social Media an sich ist nicht böse oder schlecht. Es ist nur sehr schwierig, den richtigen Umgang für sich dazu zu finden, weil es ist halt nicht, es ist nichts Einfaches. Hast du die Möglichkeit, dich mit allen Menschen dieser Welt, die ein Handy besitzen oder einfach Internetzugang haben, dich damit auseinanderzusetzen. Mit so viel Masse ist der Mensch ja gar nicht, weiß ja gar nicht, damit umzugehen. Ja. Und natürlich, wenn du jetzt ein Profil neu aufmachst, du kriegst immer Leute vorgeschlagen, die unheimlich viele Abonnenten haben. Immer. Habe ich einen neuen Account gemacht und was kriege ich vorgeschlagen? Die Leute, die über Millionen Abonnenten haben, die kriegst du immer vorgeschlagen, damit du irgendjemanden hast am Anfang. Aber das ist nur einer, wo dir vorgeschlagen wird, weil der halt sehr beliebt ist. Aber das ist nicht unbedingt das, was du dann brauchst. Aber das entwickelt sich auch mit der Zeit. Man muss halt wissen, hey, ich habe mich jetzt verändert. Ich mag zum Beispiel nicht so sehr, weiß ich jetzt nicht, mein bestes Beispiel, jemanden, der mit Playmobil spielt oder Playmobil-Kästen aufbaut. Da bin ich aus dem Alter raus, dem folge ich jetzt. Und dann bleibt man einfach dabei. Man entwickelt sich ja auch im Laufe der Zeit. Ich meine, wenn ich mir überlege, ich habe Accounts, den habe ich am Anfang gefolgt, jetzt nicht mehr. Weil es waren einfach Leute, die habe ich damals zwar so auf Social Media gesehen, aber ich habe die noch nie in meiner jetzigen 9 Jahre Cosplay-Welt überhaupt live auf einer Con getroffen. Das ist noch nie. Und da habe ich auch gedacht, naja, was bringt mir das denn, wenn ich den folge und das sehe und im Endeffekt einen Teil des, also deren Leben verfolge, aber genau weiß, das ist eigentlich für mich ziemlich unrelevant, weil ich ja ein Mensch bin, der mehr dieses Mensch zu Mensch sucht und dieses nur nicht dieses, oh, ich feiere jetzt jemanden ab, nur weil er hübsche Bilder macht. Ja. Das bringt mir, ja. Das ist halt ein wichtiger Punkt, ne? Also erstens ist sowieso ein Prozess, den richtigen Umgang im Social Media, in der Social Media Welt zu finden. Ich würde mir echt wünschen, dass in den nächsten Jahren sich vielleicht sogar in unser Schulsystem mal ein bisschen reingequetscht wird, dass man halt generell das Thema sozialen Medien oder Umgang mit dem Internet als Schulfach hat oder so, weil ich denke, heutzutage hat jedes Kind ein Handy. Es muss einfach aufgeklärt werden. Also was für eine Kacke ich alles angerichtet habe mit 15, weil ich einfach dieses Bewusstsein nicht hatte. Und es ist sehr schön, dass du zum Beispiel auch weißt, du weißt ganz genau, was du halt sehen möchtest, wie du sagtest. Du suchst das Menschliche, du möchtest halt Kontakte knüpfen, die du vielleicht auf der nächsten Convention mal treffen wirst. Und ich zum Beispiel bin eher
ja, ich suche eher künstlerische Inspiration. Ich lege aber auch sehr viel Wert auf dieses Menschliche. Und somit, wir sind alle unterschiedlich. Wir machen verschiedenen Content. Wir haben auch verschiedene Intentionen auf Social Media, beziehungsweise ja, verschiedene Ziele, sage ich mal so. Und deshalb finde ich das umso schöner, dass man halt quasi sich das alles zusammenstellen kann. Und das ist halt sehr wichtig, das einmal zu lernen und auch konsequent durchzuziehen. Also das definitiv. Ich würde gerne ein bisschen so überleiten zum eigentlichen Thema, denn wir sprechen ja heute eher über Diskriminierungen in der Cosplay-Szene. Mhm. Und ich würde dich einfach mal so fragen, welche Arten, also Oberbegriffe einfach, von Diskriminierung hast du denn schon persönlich erlebt? Also ich persönlich erlebt, muss ich sagen, so aktiv. Ich hab mir die Fragen ja vorher schon ein bisschen durchgelesen, ein bisschen vorbereitet, weil sowas kommt manchmal, man merkt sich ja nicht unbedingt immer die ganzen negativen Sachen im Leben. Deswegen habe ich dann nochmal mit meinem Freund, habe ich mich auseinandergesetzt, habe nochmal gefragt, ja, war denn da irgendwie was gewesen? Weil, ja, so richtig in Erinnerung hat es nicht. Aber tatsächlich, das ist gut. Ja, weil es war also noch nie so ein schwerer Einschlag in mein Leben, dass ich sage, boah, das hat mich jetzt krass verändert. Natürlich sind mir schon negative Sachen im Cosplay passiert, aber das war nicht diskriminierend, sondern es war einfach dumm gelaufen. Und deswegen diskriminierend an sich war es schon mal, dass ich habe den Charakter gecosplayt. Okay, nennen wir das Kind beim Namen. Ich habe Yuga Aoyama aus Boku no Hero Academy gecosplayt. Mhm. Und ich habe für mich entschieden, dass ich es einen wesentlich schöneren Ship finde, Yuga mit Shinzo zu shippen. Ja. Ja. Ist meine Entscheidung. Ich finde auch. Hab's gefeiert. Ich habe die Bilder gefeiert. Ich hätte mir auch sehr passende Argumente dazu zusammengelegt. Aber im allgemeinen Verständnis war so, dass Shinzo mit Denki zusammen sein muss. Weil das muss. Es gab nie eine richtige Begründung. Ich habe auch nie eine richtige Begründung bekommen. Aber es muss halt einfach. Weil. Punkt. Und da habe ich schon Diskussionen und Hate-Wellen wirklich so immer wieder Wellen bekommen. Von wegen, das ist ja ekelhaft, die beiden zu shippen. Und generell, das ist ja Minderjährige. Und dieser ganze Terz, und es war hauptsächlich, ist das alles nur auf einer Plattform passiert. Nennen wir TikTok halt, ja. Mhm. Es ist nur auf TikTok passiert und ich wurde auch immer nur auf TikTok von, vielleicht waren es die gleichen Leute mit verschiedenen Accounts, aber zu den regelmäßigen Zeitpunkten zwischen Frühling und Herbst, jedes Mal, warum auch immer, weiß ich nicht, wurde ich immer wieder gehatet, ja, das ist doch scheiße und das ist doch schlecht. Ja, und das ist krass, aber das war in der Cosplay-Community, wurde ich dafür gehatet, dass ich etwas gemacht habe, das nicht, wie nennt man dieses Wort, kennen ist? Heißt es so? Ja. Also, was nicht akzeptiert ist, so. Und das hat sich auch irgendwann einfach gelegt, beziehungsweise mich hat es einfach nicht interessiert, weil wenn mir niemand eine Begründung nennen kann, dann ist das für mich einfach so ein Jo. Gut, interessiert mich nicht, weil Jo. Ich meine, ich habe auch mal Denki gecosplayt und habe dafür sehr viel Lob bekommen, habe mich auch tatsächlich sehr süß empfunden, weil ich bin ein sehr süßer Denki gewesen, aber ja. Halt einfach nicht so sehr. Muss ich tatsächlich sagen. Und ich finde das Ship Yuga und Shinzo wesentlich schöner, weil erstens, ich kann es mit meinem Freund zusammen cosplayen, was auch ein großer Pluspunkt ist. Man sollte nämlich generell sagen, hey, ich möchte, wenn ich mit jemandem zusammen cosplayen will, dann ist es egal, was der trägt. Weil du möchtest ja mit ihm zusammen cosplayen und nicht unbedingt den Charakter und den Charakter. Ja. Früher war das ja gang und gäbe. Da war das komplett egal, ob du jetzt als Ruffy dich mit einem Naruto geschippt hast und hast Shipping-Bilder gemacht, das hat man als lustig und das ist schön und das ist in Ordnung, die beiden verstehen sich, ist ja toll, erkannt und jetzt ist so ein, das ist ja aus unterschiedlichen Fandoms, das geht ja gar nicht. Ja, das voll krass. Also ich habe generell das Gefühl, dass sehr häufig das ist halt in der Art diskriminierend, weil du wirst halt literally dafür gehatet, dass du
diesen einen Charakter in dem Chip, also in dem Chip-Bilder quasi cosplayst und nicht einen anderen. Also bist quasi aussortiert, nur weil du halt ein Chip besser findest. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, lol. ja, genau. Also irgendwie ist es mir zu hören gekommen, dass es halt eher auf TikTok sowas passiert und dass man halt sehr schnell halt so eine Hate-Welle mitbekommt. Und ich finde das sehr, sehr krass, denn generell dieses Shipping, das ist doch einfach nur eine Fansache. Es ist einfach Fanservice, was wir uns selbst geben. Und hey, das ist doch cool. Und ich meine, ich finde es auch sehr witzig, dass man halt, also ich kenne ja die Story nicht aus dem Manga, sondern ich kann nur den Anime. Mhm. Und ich würde jetzt auch keine Anhaltspunkte finden, warum das eine warum der eine Chip besser sein sollte als das andere. Ich finde beide, also ich fühle beide jetzt nicht so krass. Mhm. Aber glaube ich einfach nur, weil ich mit den Charakteren an sich nicht so, ja, mich gut mit dem beschäftige. Aber ich würde, jetzt wo du das auch sagst, Chips aus verschiedenen Fandoms, ey, ich habe sowas noch nie gesehen. Hab noch nie darüber nachgedacht, aber ich finde das gerade voll cool. Also, ey, das ist total witzig, vor allen Dingen, das erweitert auch den Horizont, oder nicht? Ja, natürlich. Das ist ja das. Es ist, ich meine, es ist immer ein bisschen doof, wenn man sagt, früher war es besser, aber es war früher, war es den Leuten einfach egal. Wenn du es online nicht sehen hast wollen. Ich meine, was hast du denn online da, weißt du? Wenn du es damals auf Facebook nicht sehen wolltest, dann hast du es halt einfach nicht gesehen, hast du einfach blockiert, fertig, Punkt. Und da hast du nicht deinen Senf dazugegeben. Und wenn du es auf der Con halt nicht gesehen hast, dann hast du es, also nicht sehen wolltest, dann hast du es einfach auch ignoriert, bist halt weggegangen. Mein Gott. Und es ist auch immer noch so, wenn ich jetzt auf der Con Shipping-Bilder machen würde, mit Shinzo und ich als Yuga, das würde ja auch keinen jucken. Nur online ist es ein Riesenthema gewesen. Nicht unbedingt von Cosplayern, sondern viel auch einfach nur von Anime-Fans, also von Leuten, die nicht unbedingt in der Cosplay-Szene drin sind. Aber es ist halt immer noch so ein, du wirst urplötzlich für etwas, was du eigentlich selbst nicht als schlimm empfindest, gehatet. Und du fragst dich auch so, warum? Ist doch gar nicht schlimm. Und natürlich, am Anfang habe ich mich verteidigt und habe mit den Leuten diskutiert, aber diskutieren bringt da so wenig. Es kommen immer wieder neue dazu und du redest dich eigentlich, du drehst dich selbst nur im Kreis, weil du immer wieder die gleichen Argumente bringst. Aber die Leute interessieren sich eigentlich gar nicht dafür. Die wollen dich nur haten, weil sie einfach Bock drauf haben. Ja, das bringt überhaupt nicht. Also dieses Rumdiskutieren, ich finde das halt auch mega krass, weil nach dem Motto, früher war alles besser. Ich glaube einfach, erstens war früher eher die Hardcore-Fans halt, also weißt du, was ich meine? Ich meine, inzwischen ist die Cosplay-Szene so gewachsen, dass es auch potenziell auch mehr Leute gibt, die dieses Hobby. Mhm. Ich möchte diese Menschen nicht irgendwie in Schubladen stecken oder so, aber es gibt halt welche, die nehmen halt Cosplay als ein sehr ernsten Hobby und beschäftigen sich auch mega, also auch bei den Chips oder so. Da fiebert man voll mit und es gibt halt welche, die wollen einfach nur schicke Kostüme anziehen. Und ich sage jetzt nicht, dass die einen jetzt besser oder schlechter sind, aber ich finde einfach nur, dass es auch natürliches Phänomen ist, wenn eine Szene so krass wächst wie in den letzten Jahren, so wie ich das mitbekomme, ist das irgendwo auch, leider, aber realistischerweise schon selbstverständlich, dass sich auch Gruppen bilden, die eben sehr vernarrt in deren eigene Denk und Weise sind. Das hängt bestimmt auch ein bisschen damit zusammen, dass inzwischen jedes Kind auf Social Media ist und man nie gelernt hat, wirklich mit Social Media umzugehen und die meisten halt erst in ihren 20ern lernen halt wirklich mit Kritik umzugehen, ob man wirklich Kritik in den Kommentaren äußern soll. Ich meine, ja, es gibt immer noch Erwachsene, die benehmen sich kindisch in der Online-Welt, aber ich finde das halt super schade, weil das ist ja nicht nur in der Cosplay-Szene ein Ding, sondern halt gefühlt ja überall und mit diesen Menschen, ja, mit denen brauchst du einfach nicht diskutieren, es ist einfach Energieverschwendung. Weil die wollen dich auch nicht zuhören.
Die wollen einfach nur ihren Senf abgeben und sich besser fühlen. Und das finde ich halt super schade. Hast du denn auch Diskriminierung dann in der Offline-Welt, also quasi auf Conventions oder so, erlebt? Das führt mich nämlich zu dem nächsten Punkt. Nämlich, wo ich ja durch Yoga diese Hate-Welle online immer wieder bekommen habe, hatte ich mir ziemlich große Gedanken gemacht. Ich habe das nämlich von jemand anderem mitbekommen. Der hat aus Boku Hero Academy Mineta gecosplayed, war auf der Dokumi und hat danach gesagt, ich verkaufe Cosplay. Ich habe keine Lust mehr darauf, weil die Person doof angemacht wurde. So habe ich das gehört. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört und dann mitbekommen, dass es Cosplay tatsächlich verkauft hat. Jo. Habe dann auch keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt, weil sie dann auch gemeint hat, so, jo, sie möchte auch generell keinen Kontakt mehr zu dieser, zu dem Fandom haben. Und ich so, okay, gut, dann lasse ich dich mal in Ruhe leben. Jo. Und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Hörst du mich noch? Das Bild ist ja. Okay. Und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, boah, ich möchte aus Tokyo Revengers, was ja momentan sehr aufgeflammt ist, möchte ich den Bösewicht spielen, also Kisaki. Und niemand mag Kisaki. Weil charakterlich so, der ist einfach so gemacht, dass du nicht mögen kannst. Ja, obwohl, also ich spoiler nicht, keine Sorge an die Zuhörer, ich spoiler nicht, aber in der letzten Folge, also die allerletzte Szene, da dachte ich mir auch nur so, ist Kisaki wirklich so ein Hasscharakter oder ist genau sowas wie bei Attack on Titan, wo jeder, wie und heißt sie nochmal? Ja, genau, Gabi, gehatet hat. Und erst, wenn man halt die Story zu Ende halt schaut oder liest, dann halt checkt, dass man, also natürlich sind solche Charaktere extra so geschrieben, dass man sie hatet. Also ich meine, das sind die Dynamik in einer Serie, ne? Ja, natürlich. Aber ich fand das so schön. Ich glaube, es ist eine Quote aus Itachi. Der hat ja auch mal gesagt, dass ein Feind oder quasi ein Bösewicht ist nur ein Held, der nicht mehr strahlen kann oder sowas in der Art, also sinngemäß. Und dementsprechend, also ich habe es gesehen, dass du das auch gecosplayt hast und ich kannte Tokyo Revengers noch nicht. Also ich habe tatsächlich erst letztes Wochenende die ganze Staffel halt komplett durchgeschaut und dann dachte ich mir so, hasse ich diesen Charakter? Und in der letzten Szene dachte ich mir so, oh no, bitte tu jetzt nicht so, dass ich dich wieder, also ich habe mich schlecht gefühlt, dass ich ihn so gehasst habe, weil ich dachte mir so, oh nein, das geht alles in die falsche Richtung. Ich entwickle doch schon Mitgefühl für den Typen, auch wenn ich nicht weiß, was seinen ganzen Charakter ausmacht, aber ich glaube, du willst darauf hinaus, dass du dafür gehatet worden bist, weil du ein Hasscharakter. Du nicht spoilern, ich bin noch nicht fertig mit meiner Geschichte. Sorry, es tut mir leid. Erzähl. Ich hatte Angst, ihn zu cosplayen, weil ich die Hate-Welle mitbekommen habe und ich hatte panische Angst, dass mir das einfach auch passiert. Und war so richtig so, soll ich zu Max, soll ich Kisaki tragen oder schwenke ich nicht doch lieber um auf Takemichi, also den positiven Hauptcharakter, weil die Perücke ist identisch, nur das eine Locke runterhängt. Und habe abstimmen lassen. Und ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie die Abstimmung zu Ende war, aber ich weiß, dass ich zum Schluss mich für Kisaki entschieden habe. Manchmal ist es ja auch so, man lässt abstimmen und wenn man mit der Entscheidung nicht zufrieden ist von der Community, dann nimmt man ja doch das selbst. Also dann weiß ich selbst, ich hätte doch lieber das gehabt. Gut. Also habe ich Kisaki angezogen. Mein Freund hat auch gesagt, ey, du willst Kisaki machen? Dann mach ihn. Dann mach ihn so, wie du ihn machen willst. Und habe ich ihn halt gemacht. Und alle, die mich kennen, wissen, der Bösewicht, der steht mir charakterlich nicht. Und ich war auf der Con gewesen und die Leute haben mich gefeiert. Die sind abgegangen. Die haben sich so darüber gefreut, dass ich Kisaki gemacht habe. Und noch dazu war ich so ein Charmeur. Ich habe mir einen Mikey geschnappt. Ich habe mir einen Takemichi geschnappt. Und noch dazu habe ich einfach eine Emma dazu bekommen. Die war einfach so dazu. Ich habe mir einfach mein eigenes Harem aufgebaut. Mhm. Wie geil. Wie geil. Und da habe ich auch gedacht, so, weißt du, mache ich mir so viele Gedanken und zum Schluss ist es einfach alles
komplett schwachsinnig und ist mir einfach wieder einfach klar geworden, es kommt nicht drauf an, wen du cosplayst, es kommt auf die Umgebung drauf an, hab ich zumindest das Gefühl, weil natürlich hätte auch auf einer Convention landen können oder einfach mit Leuten umgeben sein können, die sagen, boah, nee, die mögen den Charakter nicht und lassen das und so. Aber eigentlich sind Cosplayer schon reif genug zu entscheiden, ey, du cosplayst zwar den Charakter, aber menschlich bist du einfach geil, also bist du es einfach, fertig. Ja. Und es hat mir einfach so sehr das Herz geöffnet. Deswegen liebe ich Kisaki jetzt so sehr, weil es mich einfach davon überzeugt hat, dass die Cosplay-Community immer noch A-Fangeil ist. Anders Ja, kann ich es nicht sagen. definitiv. Ja. Definitiv. Also, ich finde, dass es gibt ja nicht die Cosplay-Community so, ne? Das, ich meine, das ist immer noch ein Haufen Menschen. Ja, aber. Und da gibt es halt jede Art von Mensch halt, ist halt in der Cosplay-Community quasi vorzufinden, sowohl positiv als auch negativ. Aber ich finde es unglaublich toll, dass du, obwohl quasi sozusagen schon mal erfahren, im eigenen Leib erfahren hast, dass du wegen einem bestimmten Cosplay, beziehungsweise einem Cosplay-Ship, gehatet worden bist, dass du doch dich getraut hast, Kisaki. Ich habe tatsächlich damals für Kisaki gestimmt. aber ja, also auf jeden Fall finde ich es halt toll, dass du dich trotzdem getraut hast, weil ich persönlich habe eine ganz ähnliche Geschichte, aber die ist halt, ich sag mal so, die ist jetzt nicht schlecht verlaufen, aber es war jetzt nicht so, dass man mich überraschenderweise dafür gefeiert hat. Und zwar bin ich eher für Ochako bekannt. Warum auch immer, weil eigentlich cosplay ich Conan einfach viel, viel öfter und ich liebe diesen Charakter über alles. Naja, auf jeden Fall habe ich einen sehr krassen Follower-Zuwachs tatsächlich auf Social Media durch Ochako bekommen. Da habe ich so eine Challenge, Posting-Challenge gemacht, wo ich 9 Bilder hintereinander mit dem gleichen Charakter gepostet habe, um zu schauen, ob die Reichweite weniger wird oder so. War halt ganz spannend. Und das Ding ist halt, diese ganzen neuen Leute, und das war echt nicht wenige, die kannten halt nur mein Ochako-Cosplay. Und dann habe ich Mai-san halt gecosplayt. Das war mein allererstes etwas freizügigeres Cosplay. Und das war für mich halt ein sehr persönlicher und wichtiger Schritt, dass ich quasi, obwohl ich, sag mal so, ein bisschen mehr auf den Rippen habe, quasi mich dennoch halt nicht unter Kleidung verstecke. Also es hatte einfach diesen persönlichen Bedeutung, dass ich sonst mich immer unter Kleidung versteckt habe und nur Buggy Clothes halt bei mir im Schrank hatte damals. Und das war halt ein wichtiges Cosplay. Ich mochte halt den Charakter, ich mochte das Design. Und die Meistern wollte, hat ja quasi dieses Bunny-Kostüm ja quasi selber getragen, um aufzufallen. Und für mich war es so, ich will auch auffallen. Ich will auch sagen, ey Leute, ich hab's geschafft. Ich muss mich nicht mehr verstecken, so nach dem Motto. Und tatsächlich hatte ich so eine riesige Angst, diese Bilder zu posten. Auch wenn ich extra zum Beispiel eine blickdichte Strumpfhose angezogen habe, also für die ersten Bilder. Danach hatte ich halt eine andere Strumpfhose, als ich mich dann doch getraut habe, die anderen Bilder zu posten. Weil ich dachte, die Leute kennen mich nur als süße Ochako. Und jetzt ziehe ich mich aus, so nach dem Motto. Und ich hatte so eine Angst, dass die Leute sich denken, oh nein, die zieht sich aus. Oh, schon wieder so eine, so nach dem Motto. Und ich, das hat mich auch quasi, also ich hatte echt viele Nächte, schlaflose Nächte, einfach nur, weil ich mich gefragt habe, darf ich wirklich das posten oder ruiniere ich meinen Ruf nach dem Motto? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr krass. Tatsächlich ist Meistern bei mir am unbeliebtsten. Jedes Mal, wenn ich Meistern Bild poste, gehen die Interaktionen aller Art quasi so weit runter. Aber ja, wie gesagt, also es macht mir halt nichts aus, aber ich hatte auch sowas, ne? Ich darf diesen Cosplay nicht tragen. Passt das überhaupt zu mir und so? Ich finde das halt schon sehr krass, dass man sich im, ja, man halt quasi so viel im Kopf, so viel Stress hat, obwohl man es noch gar nicht ausprobiert hat, so nach dem. Und das ist halt sehr heftig. Kennst du denn andere Fälle, also jetzt nicht unbedingt nur von dir persönlich, aber vielleicht bei anderen Leuten, wo du sagen willst, das ist ein sehr heftiger Diskriminierungsfall?
Und zwar, ich habe überlegt, so, okay, welchen Fall nehme ich denn am besten? Weil tatsächlich passiert den anderen Menschen wesentlich mehr doofes Zeug als mir. Ja, geht mir Indem ich genauso. einfach, Ich ich dachte glaube mir einfach, so, ja. deshalb sprechen wir zusammen, weil ich dachte mir so, wenn ich diese Folge alleine aufnehmen würde, ich hätte gar nicht so viel zu sagen. Also ich kenne tatsächlich auch einen Fall, den werde ich gleich erläutern von einer anderen Cosplayer, aber ich selber habe auch gar nicht so viel erlebt. Ich denke mal so, alle sind so lieb. aber ja, schieß los. Und zwar, es gibt ja verschiedene Fälle von Diskriminierung. Ein kleinerer Fall ist dieses typische, du hast ein kurzes Röckchen an, du bist halt ein weiblicher Cosplayer, bist in der Bahn und wirst dumm angelabert. Das ist auch Diskriminierung in dem Sinne, weil du von normalen Menschen runtergemacht wirst, weil du nicht in die Gesellschaft passt. Habe ich erst Ja. gedacht, ja, das ist auch Diskriminierung, das stimmt. Und das ist alltäglich tatsächlich. Das ist was, das musst du als Cosplayer ertragen müssen. Was ich sehr doof finde, weil daran ist die Gesellschaft schuld. Wir als Cosplayer können ja gar nichts dafür. Wir tragen einfach nur das, was wir tragen wollen und werden aber trotzdem in der Bahn, im öffentlichen Verkehr bloßgestellt. Was man dagegen tun kann, ist nicht viel. Man kann es natürlich ignorieren. Generell würde ich immer empfehlen, machst du ein weibliches Cosplay, wo du schon weißt, dass es ein bisschen, wenn man sagen, wir reden jetzt nicht von kurz, dass der Popo rausguckt, sondern von einfach kurz Minirock sommerlicher. Aber du hast halt nun mal eine Perücke auf. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast die Perücke erstmal nicht auf und du ziehst sie erst auf Conventions auf. Kann man machen. Ist halt behinderter, weil du musst die Perücke transportieren können und sowas. Oder du guckst einfach, dass du die öffentlichen Verkehrsmittel nicht alleine benutzt. Also, dass du jemanden dabei hast, der mit dir dorthin fährt und so weiter. Das Ja. kann Schwister sein. Also bei mir war es tatsächlich einmal so gewesen, da hatte ich Angst gehabt, allein auf die Con zu gehen. Da ist mein Bruder mit mir hingefahren. Der ist dann heimgefahren und ist nach der Con hat er mich wieder abgeholt. Ja, mega lieb auf jeden Fall von ihm. Nichts passiert. Definitiv. Also ich bin eher ein Mensch, der einfach ignoriert. Ja. Also es muss mir erstmal auffallen. Also ich bin tatsächlich immer so verpeilt, ich check gar nicht, wenn jemand über mich redet oder doof über mich hermacht. Das bekomme ich meistens gar nicht mit. Ja. Ansonsten, ich hätte jetzt auch gesagt, was ich auch sonst noch kenne, ist jetzt natürlich, dass sobald man sowas hört, dass man eben sich in Erinnerung ruft, dass diese Person einem. Also, dass es einfach keinen Grund gibt, dass diese Person jetzt einen überherzieht und dass man also so ein bisschen Affirmation betreibt, also quasi im Kopf sich immer solche Aussagen aufruft wie ich bin gerade ich cosplaye gerade einen mega geilen Charakter, vielleicht, also im besten Fall cosplayst du gerade eine Tsundere und stellst dir vor, wie diese Tsundere gerade reagieren würde in der Bahn und den Typen oder auch die Frau, je nachdem, wer diese Person ist, den erstmal zur Rede stellt und ihn dann blamiert oder so, also so typische Anime-Scene. Also ich finde, ich persönlich finde das eine mega gute Methode, weil zum einen, wir sind alle kreativen Köpfen, also wir schaffen das alle und ich finde das halt super cool, weil dadurch, dass ich mir halt so eine Anime-Szene so quasi im Kopf ausmale, die halt natürlich für mich eher, also die mich eher bestärkt, dann fühle ich mich gerade viel besser und ich bin ja schon ein bisschen im Game, weißt du, so im Cosplay-Game gleich noch alle Cosplayer zu treffen und die ganzen Anime-Insider auszutauschen und so. Also das mache ich persönlich. Ich habe immer ganz komische Methoden, Leute, ich weiß. Aber das hilft mir und vielleicht könnt ihr das auch mal ausprobieren. Und die zweite Sache, die tatsächlich ziemlich diskriminierend ist, was ich eigentlich als Hauptpunkt ist, ich kenne eine Cosplayerin, die arbeitet in den meisten Conventions im Maid-Café. Und im Maid-Café hast du ein Maid-Outfit an. Das ist standardmäßig immer die gleiche Länge, sieht halt gleich aus, ist halt einfach so. Und die Maid-Café bleiben ja besonders lange. Die Convention macht um 18 Uhr zu, bis das Maid-Café alles abgeräumt hat, Geschirr gereinigt hat und so weiter, kann es schon an die 20 Uhr gehen. Also, ich meine, es kommt ja auch noch gerade, also samstags ist es nicht so lange, sonntags ist es, macht ja das Maid-Café meistens früher zu oder
die bleiben halt wirklich bis zum Ende der Con, weil da ist dann nicht Abrechnung und sonst irgendwas. Da wird halt ziemlich viel hinter den Kulissen noch gemacht Ja. und der Abbau und alles in die Autos packen und so weiter. So, und sie war halt in ihrem Maid-Outfit und sie musste danach noch Bahn fahren. Und sie hat an der Bahnstation gewartet, war halt schon am Dämmern. War halt, also es war auf jeden Fall im Sommer gewesen. Sie hatte nämlich keine Jacke angehabt, hat sie mir erzählt. So, dass man halt wirklich das ganze Maid-Outfit sehen konnte. Und da ist die Polizei gekommen und hat sie gefragt, was sie denn hier macht. Und da musste sie sich rechtfertigen, dass sie da dass sie dort drüben auf einer Convention war und dass sie deswegen das Maid-Outfit anhat und sowas. Und die Polizisten haben sie für eine Bordsteinschwalbe gehalten. Für eine was? Für eine Frau, die für Liebe bezahlt wird. Ach so. Ich will nicht, dass es auf YouTube gesperrt wird oder so. Ja. ja, ich hab's am Anfang nicht gecheckt. Hey, voll krass. Hey, Ja. voll heftig. Es Also ist vor auch allem. voll heftig. Vor allem von der Polizei hätte man sowas nicht erwartet. Nö. Und sie hat auch gesagt, sie hat daraus gelernt, dass sie nach der Convention immer unten drunter jetzt eine Leggings anzieht, weil dann sieht sie nicht mehr so freizügig aus. No way. Ja. Also das ist echt heftig. Vor allen Dingen ich persönlich, ne? Ich finde Maid-Outfits so cute. Also es könnte wirklich, also von mir aus, ich könnte auch jeden Tag ein Maid-Kostüm rumlaufen. Einfach weil ich weiß nicht, ich finde das einfach cute. Vor allen Dingen mit Höschen oder so. Aber ich finde das gerade so schockierend, weil, hä? Das hätte mich komplett aus der Bahn. Ich glaube. Würde das mir passiert sein, ich würde mich nie wieder trauen, Maid-Cosplay überhaupt aus dem Haus zu gehen. Ich glaube, das, was halt wirklich das Lustige daran war, war halt tatsächlich das, dass sie sich ja nicht selbst ausgesucht hat, dass sie jetzt das anhat, sondern das ist ja Vorgabe. Das ist ja Maid-Café, hast du Ja. Maid-Klamotten an. Das heißt, im Ja. Endeffekt hast du Arbeitsuniform. Und Stimmt. Stimmt. Ja. Das ist eine Arbeitsuniform. sie hat mir Crazy. das erzählt. Ich hab gedacht, okay. Und hinterher wäre es richtig so krass klar geworden, wie schlimm muss es eigentlich für sie gewesen sein. Weißt du, nach der Con, sie ist sowieso schon fertig. Sie hatte wahrscheinlich vermutlich keine Perücke mehr, nichts mehr auf, weil ist ja alles problematisch beim Umpacken und so weiter, ja. Ja. Weißt du, sie sah wahrscheinlich sowieso schon ein bisschen abgeranzt aus. Und wird dann, naja, für sowas von der Polizei belangt. Und ich meine, die hat auch gedacht, dass sie vielleicht eine Strafe oder sowas bekommt, weil du darfst ja in Deutschland nicht überall solche Dienste anbieten Ja, und sowas. richtig krass. Und ich weiß nicht, ich meine, sie hat es bestimmt in dem Moment nicht lustig gefunden, aber hinterher sagt sie, es war das Lustigste, was ihr im Leben passiert ist. Sowas Ja, passiert nicht einfach. es ist auf jeden Fall eine sehr spezielle Situation, sage ich mal so. Und ich glaube, das ist generell so Situationen, die uns so krass, uns aus der Komfortzone quasi rausbringen, ne? Also, man ist schon fertig, man will einfach nur nach Hause kommen und dann passiert einem sowas. Und dann denkt man sich so erstmal, what the hell? Aber wenn du erstmal drüber hinweg bist, denkst du dich so, ja, jetzt habe ich eine Geschichte, um zu erzählen. Und das Schlimme ist, das hast du mir dann auch immer wieder gesagt, die haben mich noch nicht mal heimgefahren. Oh, nö. Hättest du ja irgendwas machen können, oder? Ja, ist Du echt so. sagst es immer wieder. So, ja, aber die haben mich noch nicht mal heimgefahren. Okay. Ich habe tatsächlich einen sehr krassen Fall, also was ich persönlich als sehr krassen Fall deklarieren würde. Und zwar ist das halt auch eine Cosplayer passiert. Und zwar hat sie sich verabredet mit einer Cosplay-Gruppe, die sie jetzt nicht kannte. Also das ist halt diese typischen Cosplay-Gruppen, wo niemand sich kennt, aber man möchte halt sich trotzdem mal treffen. Und das wäre für den Japan-Tag gewesen. Schöne Zeiten, dass es noch den gegeben hat. auf jeden Fall hat sie halt erzählt, sie wollten sich am Bahnhof treffen und sie hat auch schon die Gruppe gesehen, als sie quasi aus dem Zug ausgestiegen ist und wollte dann zu denen hingehen. Die Gruppe, also die Leute aus der Gruppe, haben sie dann quasi sie angeschaut
und sind abgehauen. Und das Krasse ist, also sie hat sich natürlich erkundigt und so, und es ist durch die Blume gesagt worden, dass sie äußerlich ja nicht zu der Gruppe passt. Und sie ist halt klein und ziemlich mollig. Und ich dachte mir nur so, what the fuck? Also da hat sich nicht, also wirklich, das hat nicht, niemand hatte die Eier, zu der hinzugehen und zu sagen, ey, tut mir leid, wir wollen dich nicht bei unserer Gruppe haben. Also das wäre auch kacke gewesen. Überhaupt, also das ging ihr überhaupt nicht. Aber es ist, man ist nicht mal zu der hingegangen. Sie hat einfach nur gesehen, wie die auf ihren Körper geschaut haben und abgehauen sind. Oh je, scheiße. Und das finde ich auch schon wieder so, wer zur Hölle macht sowas? Also das hat mich so berührt, weil ich bin ja selber halt quasi, ich sag mal so, ich bin ja übergewichtig und ich mache auch kein, ich versuche es halt einfach nicht mehr zu verstecken. Ich poste inzwischen tatsächlich auch mehr Ganzkörperbilder oder zum Beispiel, wo meine Arme offen stehen oder so. Das war für mich immer so eine Problemzone. Und ich denke mal so, ich möchte mich halt nicht beeinschränken lassen. Ich möchte halt mir nicht sagen lassen, dass Cosplayer genauso aussehen müssen wie Anime-Charakteren, weil das geht sowieso nicht, auch wenn man schlank wäre. Und das ist auch nicht der Sinn vom Cosplay. Und ich habe tatsächlich auch meine Zeit gebraucht, aber ich habe es halt geschafft. Und ich finde, ich habe jetzt keine Probleme mehr. Also ich gucke nicht mehr beim Bildersortieren, ob meine Problemzonen drauf sind oder nicht. Also das früher habe ich das aussortiert, aber heute nicht mehr. Und tatsächlich habe ich auch ab und zu, aber halt ganz wenig, ab und zu mal ein Kommentar, sowas wie übergewichtige Rem und dann Lachsmiley und sowas. Also, ich würde das jetzt nicht so schlimm als schlimm empfinden. Es würde bestimmt Leute auch quasi verletzen. Aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, warum das so sein muss, dass man wegen dem Körper, sei es ob man gesellschaftlich gesehen zu dick oder zu dünn, das gibt es auch in die andere Richtung ist, warum man halt quasi ausgegrenzt wird. Also ich finde, dieses Body-Shaming-Diskriminierung ist auch vor allen Dingen auf Social Media sehr, sehr stark vorhanden. Also das kriege ich halt meistens eher bei anderen mit. Ich habe einfach eine ganz liebe Community und ich weiß halt nicht, es kommen nicht mehr so viele Sparten auf meinen Account drüber. Es war zu einer Zeit ein bisschen schlimmer und tatsächlich, als ich ein Reel gepostet habe, und das war gerade ein Trend mit diesem Lied, so Mama said it's okay, so. Und ich habe halt ein Video gemacht, in dem halt quasi jemand mir sagt, hey, du bist viel zu fett für Cosplay, sinngemäß, also ich weiß den Wortlaut nicht mehr, und ich dann sage, ja, Mama said it's okay. Oh, scheiße, ich habe jetzt gerade mein Mikro umgeworfen. Und habe dann quasi Plus-Size-Cosplayer, die ich auch so folge für Inspiration und so, die einfach umwerfend sind. Wirklich, diese Frauen, denke mir so, sehen die geil aus. Vor allem in den Cosplays und so. Also das, keine Ahnung. Ich sehe diese Bilder und hätte niemals auf die Idee gekommen, oh, die ist aber übergewichtig oder so nach dem Motto. Und ich finde die echt schön und dachte, das wäre halt ein sehr schönes Video, um zu zeigen, es gibt, man kann auch schön sein, auch wenn man dick ist. Das ist ja, das steht ja nicht quasi im Widerspruch. Und ja, ich fand eigentlich meine Real-Idee so genial. Also ich war richtig gehypt. Und dann schreibt mir einer tatsächlich, ja, du bist viel zu übergewichtig fürs Cosplay. Und die Person meinte das ernst. Also man könnte auch vielleicht denken, er trollt. Aber im weiteren Verlauf, weil jemand darauf quasi geschrieben hat und so weiter, hat man rausgelesen, dass diese Person wirklich diese Meinung vertritt. Und ich dachte mir so, ich finde das krass. Ich finde das echt krass, dass auch wenn man literally in dem Video gezeigt hat, es gibt schöne, dicke Cosplayer, die sind auch schön, und dass man trotzdem ist oft zu sagen, nö, du musst erstmal abnehmen. Was mir gerade auch einfällt, in genau auch in diesem Body-Shaming-Thema,
etwas ganz, ganz Schreckliches ist passiert. Und ich hoffe, dass diese Follower von mir das nicht gelesen hat. Also ich habe das sofort gelöscht, diesen Kommentar, als ich das gelesen habe. Und zwar ging es auch genau um dieses Thema. Jemand hat mich als übergewichtig beleidigt oder halt viel zu fett oder sowas, irgendwie sowas. Und jemand, also ein Follower von mir hat mich verteidigt und hat gesagt, es geht ja nicht nur um Kilos oder so, über Obertätigkeit. Also ich weiß gar nicht mehr, was sie genau geschrieben hat, aber es war halt, sie wollte mich einfach nur verteidigen und dass man halt nicht nur auf das Gewicht anderer herabschauen soll. Und diese Person hat einfach geantwortet, nimm erstmal 10 Kilo ab, damit wir überhaupt miteinander reden. Ich rede halt nicht mit fetten Menschen. Und ich dachte mir so, what? Ich meine, das eine Bodyshaming in Richtung dicke Menschen und das gleiche Problem hast du auch übrigens, wenn du super, super, super skinny bist. Da kenne ich eine, die in Erfurt wohnt, also in der Nähe von Erfurt. Die hat ein Problem gehabt, wirklich ein medizinisches Problem. Ja. Die wurde auch deswegen runtergemacht. Und das war nicht, also das war nicht besonders, wie soll man sagen, förderlich für die Bekämpfung der Krankheit, dass man auch noch niedergemacht wird dafür, dass man so schlank ist. Ja, da, ja, genau. Also das geht tatsächlich in beide Richtungen. Ich habe mich auch immer so gedacht, so geht es eigentlich nur in eine Richtung? Nee. Nein. Nee, natürlich. Also ich kenne auch schon aus Schulzeiten, ich hatte auch eine Klassenkameradin, ich hatte jetzt mit der persönlich nicht so viel zu tun, aber sie war sehr, sehr dünn und man hat sich immer Witze gerissen, wenn sie zum Beispiel zur Tafel gehen musste oder so, ja, pass mal auf, dass deine Streichholzbeine nicht brechen. Und ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, sie ist ja mega, mega dünn. Sie hat bestimmt eine Krankheit. Also irgendwas ist mit ihr gesundheitlich nicht in Ordnung. Du kannst gerne zu ihr hingehen und fragen, ob sie Hilfe braucht oder Unterstützung bei irgendwas. Aber geh nicht hin und mach irgendwelche komische Witze drüber. Also das ist wirklich in jeder Hinsicht. Also ich wurde literally auch schon mal dafür doof angemacht, weil ich bin ja, meine Kopfhaare sind ja dunkelbraun. Und man hat mich literally dafür shame wollen, dass meine restlichen Körperhaare auch braun sind, zum Beispiel an den Armen oder so. Weil ich habe tatsächlich, ich würde dafür wirklich doof angemacht, du hast ja Haare am Arm. Ich so, du hast auch Haare am Arm. Ja, aber meine sind blond, deine sind eklig braun. Literally. Genau sowas. Und, ja, tatsächlich. Wenn man keine Argumente mehr hat, um jemanden zu haten, dann geht man immer aufs Körperliche. Das ist das Leichteste. Ohne Scheiße, das ist die unterste Schublade, jemanden fertig zu machen, ist aufs Äußere zu gehen, ja. Genau, und auch hier dann sehr wichtig für alle, die gerade zuhören, es ist erstmal überhaupt nicht wichtig, was andere von dir denken. Also ich finde, es ist immer die eigene Sache, was für eine Körperfigur man hat. Es gibt so viele Faktoren, was unsere Figur oder Fitness anbetrifft. Also du müsstest quasi meistens immer eine ganze DIN A4-Seite Geschichte erstmal vollschreiben. Und du brauchst das eigentlich gar nicht. Du musst dich nicht rechtfertigen, warum du so aussiehst, wie du aussiehst. Ich lege dir jetzt nur ans Herz, auf deine Gesundheit zu achten. Und ich hoffe, du tust deinem Körper was Gutes. Wie du aussiehst, ist mir literally egal. Und bitte, bitte, lass es nicht zu Herzen kommen, wenn jemand dich auf, also irgendwas an deinem Körper zu kommentieren hat. Diese Leute sind meistens die sind einfach unzufrieden im Leben und die suchen einfach andere, auf die quasi herabschauen können, schlecht machen können. Die wollen einfach ein Gefühl haben von Macht. Die sind so tief im Leben gesunken, dass die so zu einer dreckigen Methode zurückgreifen müssen, um sich mächtig zu fühlen, um sich überlegen zu fühlen. Und das sollt ihr bitte immer wieder in Erinnerung rufen, dass solche Kommentare nicht an euch sind, sondern das ist literally nur ein Spiegel an die Person selbst. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, halt im Hinterkopf zu haben. Und wenn jemand das im
im Real Life, also tatsächlich, wenn jemand auf der Convention sich witzig macht, dass ihr zu dünn, zu dick, zu groß, zu klein aussieht, ihr könnt ja, also ich persönlich bin eher der Mensch, ich ignoriere einfach und gehe weg, weil ich habe einfach in der Vergangenheit gemerkt, dass eine Diskussion nichts bringt. Wenn ihr ganz mutig und frech seid, dann seid ihr auch cool und könnt ja einfach mal der Person ins Gesicht sagen, wie oberflächlich die gerade ist und wie tief im Leben muss die Person sein, damit es ihr überhaupt juckt, wie du aussiehst. Das finde ich jetzt sehr starke Worte, weil, wo du das vorhin erwähnt hast mit dieser WhatsApp-Gruppe oder beziehungsweise mit dem Gruppentreffen auf der Con, hat es bei mir zwei Situationen getriggert. Wo ich nicht gewusst habe, ob die dann hier zum Thema passen. Weil so richtig diskriminierend weiß ich nicht, ob das einzustufen ist. Das eine ist mir passiert und das andere ist in meiner Gegenwart passiert. Das, was mir passiert ist, ist, es war damals auf der Kunichi, es war meine erste Kunichi 2018, 17, ich glaube 17, ja. Und ich habe aus Kuroko no Basket gecosplayed und ich war, wie soll man das sagen, ich war zwar, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon volljährig, kurz vor volljährig, ja. Da ich das Ganze durch das Cosplay tatsächlich nicht, also traditionell kommt man rein, jemand anderes cosplayt und dann cosplayst du auch und so weiter, sondern bei mir ist es so ein, ich habe das im Fernsehen gesehen und habe dann angefangen zu cosplayen, hatte eigentlich nicht wirklich viel Ahnung davon und so. Und ich hatte... Es hört sich jetzt so dumm an, aber ich hatte einfach einen BH an unter meinem Trikot. Weil ich war stolz auf das bisschen, was ich habe. Kann ich echt sagen. Ich finde das gar nicht. Also ich hätte auch niemals... ich habe mir selber auch quasi Bandage geholt. Brustbinder heißt das. Zwar geholt, aber... Ganz ehrlich, wenn ich so, gäbe es kein Social Media, sage ich mal lieber so, gäbe es kein Instagram, ich wüsste nicht mal, dass diese Brustbinder überhaupt gibt und ich wäre wahrscheinlich auch mit BH und halt männlichen Cosplay zur Convention gegangen. Also ich weiß nicht, für mich hört sich das gar nicht mal so realitätsfern oder so. Ich glaube, das passiert ganz, ganz vielen Leuten. Natürlich passiert das einigen Leuten. Das Problem war das, dass ich war halt auf der Con und ich bin ja ein ziemlich kontaktfreudiger Mensch und da waren andere Kuroko no Basket Cosplayer, zwei Stück halt, so, und habe ich zu denen hingedackelt und habe mich mit denen unterhalten. Muss wirklich sagen, ich war kein hübscher Kuroko. Das weiß ich jetzt. Ich meine, man sieht sich auf Bildern und denkt sich, das ist ein hässliches Kind. Aber auf jeden Fall bin hingegangen, habe ich mit denen unterhalten und die hatten einfach anscheinend keinen Bock auf mich. Würde ich jetzt so mir denken und haben mich angesprochen, ob ich denn einen BH trage. Und ich so, ja, klar, natürlich und so. Und haben mich im Endeffekt so sauer gemacht, dass ich keinen Abbinder anhabe, weil ich mache doch einen männlichen Charakter und hat man Abbinder zu tragen. Und es war das erste Mal, dass ich was von Abbinder gehört habe. Und ich war geflasht, die sind weggegangen, die haben mich im Endeffekt fertig gemacht, sind weggegangen und musste das erstmal verdauen so. Ich habe gar nicht gewusst, warum die mich jetzt so angebufft haben. Und vor allem, also ich finde das, wie gesagt, das ist so, ich meine, im Endeffekt, ich bin auch ein Mensch, der, sobald ich keine Lust auf jemand habe oder nicht unbedingt wegen dem Menschen an sich, sondern gerade geht's einfach nicht, mir ist es viel zu viel oder ich möchte einfach nicht mit jemand reden. Im Gegensatz zu dir bin ich halt eher introvertiert, auch während einer Convention. Ich brauche immer meine Zeit für mich, damit ich halt wieder mit Menschen reden kann. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass man halt nicht für jeden oder halt quasi Bock hat. Aber man kann doch ganz normal sagen, hey, es war schön, mit dir zu reden. Ich muss kurz nach draußen oder sowas. Und man verabschiedet sich so. Und ich verstehe nicht, warum man wirklich so denkt, jo, wir müssen der einfach jetzt eine draufhauen, oh, die hat keinen Abbinder an. Und wie du sagtest, du wusstest nicht mal, was ein Abbinder ist. Ich wusste es auch ganz lange nicht. Ich habe erst letztes Jahr erfahren, letztes Jahr war ich 20, Leute.
Also mit 20 Jahren habe ich überhaupt erfahren, dass es überhaupt Brustbinder, Abbinder, je nachdem wie man es halt nennt, habe ich davon erst erfahren und auch nur tatsächlich im Kontext von Sex Education. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesperrt. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber die Netflix-Serie, da wird ja in der zweiten Staffel, glaube ich, auch quasi über Non-Binary und so quasi gesprochen. Und die eine trägt ja einen Abbinder und die andere macht das mit Bandagen, verletzt sich halt ein bisschen dabei. Und erst da habe ich überhaupt von dieser Thematik und von diesem Produkt überhaupt erfahren. Und deshalb finde ich das richtig crazy. Vor allen Dingen generell, also jetzt, ob das jetzt zum Beispiel, wenn man halt weiblich ist und männliches Cosplay trägt oder halt andersrum. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, dass Leute meinen, man müsse ganz genau wie dem Charakter aussehen, wie im Anime. Ich kenne nämlich auch einen männlichen Cosplayer, der hat das, also ich kenne ihn halt nicht persönlich, aber ich habe in seine Stories mitbekommen. Das ist leider eine sehr, sehr traurige Geschichte. Und zwar hat er gerne Tsunade gecosplayt. Tsunade hat Boobs. Ja. Die hat ganz schöne Oberweite. Und er ist halt männlich. Und er wollte auch kein Brust-Suite, also diese Silikondinger quasi anziehen, was auch völlig okay ist. Ich meine, Leute, ihr müsst nichts tragen, womit ihr euch nicht wohlfühlt. Ich stelle mir das ganz schlimm vor, diese Silikondinger aufzuziehen. Ich habe es noch nicht probiert. Also ich bin ehrlich, es ist eins von den Sachen, wo mich fragen ja auch ab und zu so Leute so, ja, gerade zu dem Thema Convention werde ich halt gerne, stehe ich gerne zur Seite, sagen wir so. Und da war ich auch öfters so gefragt und da habe ich auch einfach klipp und klar gesagt, so ein Bodychest ist nicht Convention geeignet. Ist es nicht. Man schwitzt doch bestimmt voll. Du kannst das keine 8 Stunden tragen, ohne nicht danach, ich meine, deine Haut ist das größte Organ und sie muss atmen. Und wenn du deine Haut zur Hälfte mit Silikon zuklappst und es 8 Stunden hast, das kann nicht gut sein. Nee, ich stelle mir das auch sehr schlimm vor. Wie gesagt, ist so für ein Shooting kann ich mir auch vorstellen, dass manche Leute das einfach, ne, also es gerne halt dann tragen. Also für eine Convention hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass man das macht. Aber wie gesagt, also Leute, zieht nichts an, womit ihr euch nicht wohlfühlt. Ich meine, nur weil andere Menschen das machen, heißt es das nicht, dass man das auch machen muss. Das erstmal generell, aber wie gesagt, der ist halt ein Mann. Natürlich hat er halt, ist der flach. Land so, ne? Und ich fand das so abscheulich, dass Leute gesagt haben, du darfst Tsunade nicht cosplayen, wenn du keine Brüste hast. Und ich denke mal so, guck dir Boruto an. Also die Tsunade aus Boruto hat auch keine Brüste, warum auch immer. aber ich weiß halt nicht. Ich fand es so schlimm, dass man alles so zum Beispiel auf Brüste reduziert. Ich meine, der Charakter ist ja mehr als nur Brust. Und der Cosplayer erst recht, weil ein Cosplayer ist halt ein Mensch mit Gefühlen, mit eigener Persönlichkeit. Und wenn er sich halt gerne diese Person darstellt, muss es ja nicht unbedingt sein, dass man genauso groß, genauso dick, genauso dünn, genauso die ganzen körperlichen Attributen erfüllt, dann müssen wir eigentlich, wenn wir wirklich dann dieses Mindset konsequent durchziehen, müsste man sich mehrere Schönheitsoperationen durchziehen lassen für ein einziges Cosplay. Ja, und wir sind ja alle jetzt nicht, also. Und wollen wir das überhaupt? Nein. Operationen sind nicht gut, die tun Aua. Ja, ganz genau. Und also ich finde das halt so krass, weil come on, also ich meine, ich sag mal so, ich habe zum Beispiel eine größere Oberweite als Tsunade. Dürfte ich dann auch Tsunade nicht mehr cosplayen? Weil theoretisch sind die ja größer als der Charakter. Aber wahrscheinlich würde niemand würde das jucken, weil ich große Brüste habe und keiner würde checken, oh nee, du hast aber 10 Zentimeter zu viel oder keine Ahnung, wie viel sind. Aber oder halt jemand, der 10 oder 20 Zentimeter weniger hat. Das sieht man halt nicht so krass auf den Bildern. Und da würde auch keiner meckern. Aber sobald man das irgendwie erkennt, ist es jetzt ein Grund zum Kritik. Oder das ist halt echt, ich finde das unglaublich schade, weil
diese Person hat gesagt, ich cosplaye Tsunade nie wieder. Ja. Weil das einfach so heftig war. Und also wenn euch also sowas vorgefallen ist, dann tut es mir sehr leid, dass ihr das miterleben müsstet. Und versucht einfach wirklich zu sagen, ihr cosplayt für euch. Die anderen sind einfach nur hirnlose Menschen, die einfach nicht wissen, wo ihr Platz ist. Ich würde gerne auch, also auch zu dem Thema generell, vor allen Dingen so ein bisschen auch männliche Cosplayer aufgreifen. Und zwar habe ich ein sehr spannendes Kommentar gelesen. Ich habe das gar nicht mehr im Fragebogen quasi reingetan. Sorry dafür. Und zwar ging es halt darum, diese Seite, German Cosplay Club heißt der, glaube ich, die machen jetzt in regelmäßigen Abständen so ein Talk, also dass man halt über ein Cosplay-Thema diskutiert, ob das so sinnig ist oder nicht. Das lassen wir erstmal vorweg, das ist jetzt nicht das Thema. Es ging aber auf jeden Fall um die Frage, ob es deutlich mehr weibliche Cosplayer gibt als männliche, also dass es kaum männliche Cosplayer gibt. Und ich fand eine Nachricht, beziehungsweise einen Kommentar sehr, sehr spannend. Das kam auch von einem männlichen Cosplayer und er hat halt auch gesagt, dass es halt nicht unbedingt so ist, also wahrscheinlich halt schon mehr weibliche Personen halt cosplayen, aber definitiv nicht so ist, dass das Verhältnis 90-10 oder so steht. Und meistens wird aber halt dieses Bild, dass die meisten Cosplayer weiblich sind, projiziert wegen unter anderem Social Media, weil man halt auf Social Media als Frau halt bessere Chancen hat. Also das hängt jetzt an ganz, ganz vielen Sachen zusammen. Unter anderem aber auch, und da kommt halt der interessante Teil des Kommentars, dass Repost-Seiten wie Cosplay, German Cosplay Club und auch andere eher weibliche Cosplayer reposten, anstatt die männlichen. Und das finde ich auch, also wenn das wirklich stimmt, ist das auch Diskriminierung. Ja, es ist, also ich meine, es stimmt definitiv, dass es so ist, aber ich frage mich halt, also ich habe noch nie für so eine Seite gearbeitet oder mitgeholfen, sag ich mal eher. Daher kenne ich die Abläufe nicht. Ich finde es auch manchmal generell sehr komisch, dass man dass teilweise verdreckte Spiegelbilder repostet werden und da frage ich mich schon, unter welchen Kriterien wird man repostet und welche nicht, aber das ist jetzt auch schwierig zu behaupten. Kann ich das tatsächlich beantworten, wenn du das möchtest? Es kommt drauf an, welche Art von Seite du meinst. Es gibt Seiten auf Instagram, die meisten sind hobbymäßig. Das heißt, da sind irgendwelche anderen Cosplayer, die dahinter stehen, die das machen. Ja. Bestes Beispiel ist jetzt zum Beispiel Cos Connect. Da bin ich. Und ich habe es bei German Cos habe ich es mitbekommen. Und was heißt das andere? Ach, du kennst die ganzen Seitennamen. Da ist noch eins mit so einer rosanen Blume. Cosplay Germany Feature oder so. Ja, irgendwie sowas, genau. Und da stehen einfach normale Cosplayer dahinter, normale Menschen wie du und ich. Ja. Und da heißt es dann so, jeder sucht sich eine Woche raus und dann postet er was. Das funktioniert mal mehr und mal weniger, je nachdem, ob wirklich sich jeder dran hält, dass er einen raussucht pro Woche. Mhm. Und eigentlich sollte es so sein, dass du als Außenstehender, du hast ein Bild gemacht, du verlinkst die Seite und die Seite postet es irgendwann. Nach einer gewissen Liste, so eine Art, du hast es dann gepostet, dann bist du in der Liste so drinne und kommst dann irgendwann dran. Das Problem ist, dass diese Seiten inzwischen so oft markiert werden, dass sie nicht mehr sagen können, sie können jeden dran nehmen. Ja. Das heißt, die normalen Leute dürfen sich das aussuchen, wen sie jetzt reposten. Und da wird dann halt mal so rausgeguckt, welches Bild man am hübschesten findet. Oder ab und zu wird dann halt auch mal was genommen, was jetzt außerhalb der Norm ist. Und man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass die männlichen Cosplayer weniger die Seiten auf den Cosplay-Bildern verlinken.
Aber wenn man sich die Ansammlung anguckt, da sind welche, die posten jeden Tag ein Bild und tun jeden Ja. Tag Seite drauf verlinken. Und bei männlichen Cosplayern ist es halt nicht, es ist seltener der Fall, dass die so online präsent sind, dass das so, weißt du, was ich meine? Ja. Schon alleine in diesem Lostopf sind weniger männliche Cosplay drin, weil es weniger männliche Cosplay-Bilder gibt, wo diese Seite drauf verlinkt wurde. Weil die männlichen Cosplayer, die, natürlich, es gibt immer, also es gibt welche, die machen sich wirklich viel Mühe und die tun jedes Mal das drauflinken, also drauf verlinken und so weiter, ja. Aber das macht halt nicht unbedingt jeder männliche Cosplayer, weil er vielleicht nicht unbedingt denkt, oh, ich muss auf dieser Seite verlinkt werden, also erwähnt werden, weißt du? Da Ja. ist es dann so. Und dann werden die Bilder rausgenommen, die man hübschesten findet. Und sind halt oft Mädels. Ich habe nämlich Ja. den Test tatsächlich mal gemacht. Wir haben einen männlichen Kollegen, der auch hier in der Umgebung cosplayt. Und ich habe zu ihm gesagt, ich poste etwas an dem Tag und die Uhrzeit und du bitte auch. Wir verlinken beides, bestimmte Seiten. Und wir gucken dann, ob wir irgendwo erwähnt werden. Ich kam auf, wir haben, glaube ich, fünf Seiten, fünf verschiedene Seiten, nicht nur deutsche Seiten, verlinkt. Und ich kam auf zwei drauf. Er kam auf einer drauf, tatsächlich wesentlich später als ich, aber immerhin kam auf einer drauf. Es Ja. war das Endeffekt. Ja, Und nicht ich in finde anderen es halt, Seiten. ich fand halt sehr interessant den Kommentar, weil natürlich kann man sowas schlecht beweisen oder sowas, ne? Also es ist ja jetzt eher so ein Gedankengang. Nur einmal gewesen, wo Ich wir das finde es auch ausprobiert ein haben. bisschen doof, dass es genauso wie die Frauenquote, dass man erzwingt, dass es eine Quote geben muss. Ich meine, so wie ich das aus meinem persönlichen Umfeld so kenne und wahrscheinlich werden auch viele relaten können. Natürlich ist das jetzt keine Studie oder so, das ist jetzt nur eine persönliche Beobachtung, ist generell, dass ja generell Männer halt weniger Social Media nutzen als Frauen. Also ich meine, guck mal meine Zielgruppe an. Also die Leute, die mir folgen, die bestehen aus 80 oder 85% aus Frauen. Ich spreche ja nicht unbedingt nur Frauen an. Also ich heiße jeden Geschlecht willkommen. Aber das sind halt manchmal so. Also ich finde, es lohnt sich trotzdem so ein bisschen drüber nachzudenken. Zum Beispiel, ich folge kaum deutsche Cosplayer, männliche Cosplayer. So. Ich weiß nicht, ich kenne einfach nicht so viele. Und die meisten. Von dem, also ich muss halt auch sagen, von den ganzen männlichen Cosplayer, die ich jemals kennengelernt habe oder auf Seiten zugestoßen bin, die meisten cosplayen ganz, ganz oft aus Marvel und eher so amerikanischen Serienbereich. Und das ist halt nicht Ja, mein das stimmt. Inhalt. Wenn ich mir Und überlege, wie viele Loki-Cosplayer es gibt. ja, und also ich habe, glaube ich, ich folge drei oder vier männliche Cosplayer vielleicht. Und meistens auch eher, weil ich die persönlich kenne und nicht unbedingt, weil mir den Content gefällt. Beziehungsweise es gefällt mir, so ist es nicht, sonst würde ich die auch nicht folgen. Aber es würde mich nur so krass catchen. So. Ja, ich weiß halt nicht. Also ich finde es halt sehr interessant, einfach nur ein bisschen drüber nachzudenken. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr crazy und sehr schade, wenn man tatsächlich zum Beispiel in solche Repost-Seiten die sich als Cosplay Club oder so quasi benennen oder Cosplay Community, dann eine systematische Diskriminierung hätten, Nicht, vielleicht ich glaube nicht, unbewusst, vielleicht bewusst, ja, es ist aber viel unbewusst, was da passiert. ja, und ich glaub auch, das ist einfach eher unbewusst. Ich finde auch, also ich weiß, dass man diese Seiten oft nach Admins und so weiter suchen. Und ich habe mich noch nie dafür angemeldet, weil ich dachte mir so, ich könnte sowas nicht. Ich könnte nicht sagen, ja, 20 Erwähnungen, Markierungen, wahrscheinlich sind es am Tag sogar mehr. Und ich muss ein Bild davon rauspicken. Also ich will diese Entscheidung nicht treffen. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja nur auf Cos Connect aktiv. Ja. Ich habe ja auch bei German Cosplay, ja, habe ich auch mal so eine Gruppe geführt für Baden-Württemberg, für das Bundesland. Ja. Das hat aber ziemlich schnell gefloppt, weil es ist halt, wie es halt so in Gruppen ist, am Anfang aktiv und dann nicht mehr.
Ja, kenne ich auch. Außerdem gibt es auf Instagram eine Begrenzung von 30 Personen. Mehr können nicht in die Gruppe. Das ist ziemlich doof. Oh, das ist echt doof. Ja, ich war in der NRW-Gruppe und die hatten, also ich bin mir nicht mehr sicher, genau von welcher Seite das auskam, weil ist halt übelst lange her. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe dann. Also ja, genau. Man konnte sich auf Instagram melden, aber quasi ist auf WhatsApp rübergegangen. Ja, weil es auf einmal so viele waren. Das haben wir dann bei den Admins besprochen. Wir sind zu viele in der Gruppe, und es ist auf WhatsApp rüber gewechselt und inzwischen ist es tot, weil es einfach hieß so, ja, wir machen die Gruppenplatz, hat ja eigentlich keinen Sinn. Ja. Das war das Einzige, wo ich auch auf anderen Seiten aktiv war. Ansonsten bin ich Cost Connect sehr treu. Mhm. Und wenn ich mir da das so tendenziell so angucke, wie viele Leute sich bei Cost Connect melden, dass die Leute in der Umgebung suchen und dass sie Cosplay-Partner suchen, sowas, muss ich tatsächlich sagen, es ist ganz knapp weibliche Führung. Es gibt auch sehr, sehr viele männliche Charakter, also Cosplayer, die Leute aus der Umgebung suchen. Was ich bis jetzt sehr selten erlebt habe, ist, dass es irgendjemanden gibt, männlicher Cosplayer, der sagt, er macht ein Gruppentreffen auf Conventions. Da habe ich bis jetzt immer, habe ich das noch nicht richtig mitbekommen, dass da ja mal einer war, der wirklich gesagt hat, ey, ihr macht das, weil das ist irgendwie immer so ein Frauending, Sachen zu organisieren. Ja. Das ist das, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, weil ich mir auch gedacht habe, so ja, nach dem Post, wo sind eigentlich die ganzen männlichen Cosplayer? Die müssen ja irgendwo sein. Auf Cons sehe ich sie auch. Ja. Ja, definitiv. Also es wäre unglaublich schade, wenn unter solchen Seiten, sag ich mal so, unbewusste, systematische Diskriminierung gäbe. Also generell, also ich meine, allein schon was den Body angeht, also nicht unbedingt nach Geschlechtern, aber auch zum Beispiel jetzt nach Bodyfigur, es ist eine Diskriminierung vorhanden. Also und ich will nicht damit irgendwelche Seiten damit fronten oder so. Ich weiß das ganz genau, dass es höchstwahrscheinlich immer unbewusst ist und niemand meint es böse. Aber ich sehe ja, welche Leute repostet werden. Also die alle haben wirklich eine schöne Anime-Figur, würde ich schon fast behaupten. Die sind schlank, die können also ich meine, das sind tolle Cosplayer. Ich will die ja auch gar nicht den Platz wegnehmen. Ich habe tatsächlich, verlinke diese Seiten ja schon seit 2 Jahren. Und auf die größeren Seiten, also ich rede jetzt nicht von mini-kleine Seiten, die gefühlt jeden reposten, also die das noch machen können, dass man wirklich immer repostet wird, wenn man die mal verlinkt. Aber die größeren Seiten, wo es dann quasi, sag mal so, eine größere Welle an Content gibt, die man halt reposten kann, da wurde ich noch nie, kein einziges Mal repostet. Und also ich mache mir halt keinen Kopf drüber. Frage ist auch, was erhoffst du dir davon, dass du repostet wirst? Ich wurde tatsächlich einmal quasi in der Story repostet, weil es war so eine Challenge, die ich halt innerhalb von 5 Stunden gemacht habe. Es war damals echt wild. Und tatsächlich haben mich halt Leute kennengelernt dadurch. Also ich weiß, dass es halt, ich sag mal so, früher, das war tatsächlich ein Zeitpunkt, wo ich halt noch so krass auf Zahlen war. Ich bin das ja schon lange nicht mehr. Aber das war noch so eine Phase, ne, wo ich dann nur nach Zahlen gesehen habe. Und danach habe ich mir tatsächlich eine Social-Media-Pause, beziehungsweise eine komplette Cosplay-Pause über ein halbes Jahr gemacht, weil ich so toxisch mit mir selbst umgegangen bin und Zahlen eher das Wichtige waren und danach ging es mir auch viel besser und seitdem bin ich von Zahlen komplett abgelöst. Ich reposte tatsächlich oder ich markiere immer noch diese Seiten, aber eher, wenn ich eine bestimmte Message in der Caption verbreite, wenn ich zum Beispiel ein Tutorial oder so veröffentliche, dann markiere ich gerne die Seiten, weil ich denke, yo, dieser Post hat so viel Mehrwert, der die Cosplay-Community bereichern könnte. Also, dass es halt, dass die Caption halt durchaus Sachen hat, die jeder in der Cosplay-Community mal
hören könnte. Das hört sich so überheblich, Mann. Ich will das gar nicht so krass überheblich klingen lassen. Aber ich denke mir so, ja, ich kann etwas zur Cosplay-Community beitragen. Das ist etwas Positives und das will ich am liebsten jedem persönlich schreiben. Und deshalb markiere ich halt die Leute. Ja, gerne. Also es ist tatsächlich so, ich meine, du siehst, ich habe mich jetzt bei dir gemeldet in deiner Story, wo du das gesagt hast, dass du jemanden suchst, der sich mit Conventions gut auskennt und sowas. Ich habe mich nicht bei dir gemeldet, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, was erhofft habe, sondern einfach nur, weil ich finde, dass dein Content, den du bietest, qualitativ sehr hochwertig und sehr gut ist. Ich gucke mir wirklich deine Storys an. Ich finde deine Stimme auch sehr schön und sehr angenehm. Das habe ich ja auch schon mal geschrieben. Und ich finde, das, was du machst, ist einfach gut und unterstützenswert. Und ich finde auch, dass es einfach mehr Reichweite verdient hat. Also da brauchst du dich nicht klein zu halten und nicht zu denken, oh, wirklich ist arrogant. Mädchen, du bist nicht arrogant. Die Leistung, die du da tatsächlich bringst, ist das wert. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Ja, aber auf jeden Fall, also ich markiere nicht auf jedem Bild die Seiten, aber tatsächlich, wenn ich mir Gedanken gemacht habe, meistens sind die Captions dann entsprechend länger und wo ich denke, ja, das könnte der Cosplay-Community, sag mal so, einen Mehrwert bieten, dann würde ich mir schon erhoffen, von großen Seiten repostet zu werden. Das ist auch so was Ähnliches wie YouTube-Reactions. Es geht halt nicht darum, dass ich es war, sondern eher guckt euch das mal an, damit die Leute das einfach, ja, auch sehen. Und ist es, also wirklich, ich bin unglaublich stolz auf mich, muss ich sagen, dass ich mich wirklich von diesen Zahlen abgelöst habe. Sobald ich einfach nur weiß, jemand hat dadurch einen Tipp bekommen, einen Gedanken, den er einfach gut fand und der sich denkt, auch gut, dass du es gesagt hast, dann bin ich glücklich. Und dementsprechend, ja, früher war es schon sehr krass nach Reichweite. Ich glaube, die meisten erhoffen sich auch Reichweite dadurch. Die wollen einfach nur, die erhoffen sich ja dadurch, dass die Leute dieses Bild sehen und denken so, oh, cooler Cosplayer, dem folge ich mal. Und somit mit einem Post quasi viele Follower bekommen. Aber ich bin mir auch sicher, dass viele Leute, genauso wie ich, einfach nur sich denken, ich habe mir so viel, ich habe, sei es halt im Bild oder in der Caption, also egal wo, habe ich so eine Message versucht, so zu verarbeiten. Und die möchte ich halt gerne natürlich, dass diese Message viel Reichweite bekommt, also dass halt der Content im Vordergrund steht. Also ich glaube, es gibt einfach beide Intentionen bei den ganzen Cosplayer. Und dementsprechend finde ich ja diese Seiten halt so cool, weil das ist halt für mich so ein Zentrum. Das ist für mich der Explore-Page von Instagram, aber nur für Cosplayer, so nach dem Motto. Ja, das stimmt. Und dementsprechend, ja, ich würde mich freuen, wenn ich mal dort auftauchen würde, aber naja, vielleicht kommt es auch mal irgendwann. Du kommst da bestimmt irgendwann drauf. Also ich glaube da schon da drauf, da dran. Ich meine, es ist halt, manchmal dauert es länger und manchmal dauert es halt nicht so lang. Ja, also wie gesagt, wenn ich halt die Seite anschaue, dann sehe ich halt schlanke Menschen, meistens eher so mit einer krasser Jawline, wenn er halt das Bild vor allem seitlich gemacht wird. Und die Leute sehen super aus. Ich gönne halt denen, dass sie repostet werden, also da kein Neid oder so. Aber manchmal finde ich ein bisschen schade, wie gesagt, also ich genieße es wirklich, dass mein ich genieße es wirklich, dass mein Feed genauso aussieht, als ob ich auf eine Convention gehe. Da gibt es halt von jeder Körperfigur gibt es einfach alles Mögliche. Also ich folge echt ganz viele unterschiedliche Menschen, weil ich das auch so gern genieße. Und dann schaue ich mir diese Seite an und ich habe das Gefühl, dass also jetzt optisch betrachtet nur eine Gruppe so angezeigt wird oder ein paar Gruppen. Und also es wäre auf jeden Fall so ein Gedanken wert, dass man halt sich überlegt, ob man jetzt nicht nur auf solche Seiten, sondern auch generell im Umgang mit anderen Cosplayer auf Conventions oder so, ob man anderen unbewusst diskriminiert. Weil ich bin mir sicher, niemand hat eine böse Absicht. Aber manchmal sind so
Sachen in uns verankert im Kopf, vielleicht von der Erziehung, vielleicht von, keine Ahnung, von alten Gedankengut, sage ich mal so, von dem man sich, also man mag ja quasi heutzutage mehr offener sein für ganz viele Dinge, aber vielleicht gibt es einfach so Kleinigkeiten, woran man noch nicht gedacht hat oder noch nicht bewusst geworden ist, dass man trotzdem Leuten irgendwo diskriminiert oder ausschließt, obwohl da überhaupt kein gerechtfertigter Grund gibt und man halt es selber nicht mal merkt, also dass wir uns auf jeden Fall da ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen. Was ich immer sehr lustig, also was ich sehr lustig finde, es gab diese Zeit, da war man neidisch aufeinander. Natürlich, es gibt immer noch welche, Neid ist halt immer noch, ist halt einfach Emotion, die einen einfach vergiften kann. Ja. Es ist schwer, das runterzuschlucken und das zu verarbeiten, das können viele wirklich nicht, aber es gab wirklich eine Zeit, da war das für jeden total schlimm, wenn auf der Con noch jemand anderes das Gleiche anhatte wie du. Da hast du das nicht aushalten können. Das war ganz schlimm für dich. Das war noch vor Bobo Academy. Ich habe das auch gehört. Und also das Ding ist halt, ich cosplay meistens vor allem auf Conventions Conan und es gibt nicht so viele Conan-Cosplayer. Also ich, und dann halt Ochako auf der Dokumi, aber ich habe tatsächlich keine andere Ochako gesehen. Ich glaube, der My Hero Academia Hype ist langsam vorbei. Ja, ist auch. Aber also ich konnte das, glaube ich, gar nicht so persönlich erfahren. Eine Freundin von mir, die cosplayt auch Conan und ich weiß halt nicht. Ich meine, ich finde das halt so krass, weil das habe ich halt tatsächlich auch schon von anderen Cosplayer gehört, auch die etwas älter dabei sind. Und ich denke mir so, wo habt ihr all diese Geschichten her? weil ich das einfach nicht kenne. Und ich finde das auch so krass. Also ich persönlich, also ich wünsche mir natürlich nicht, dass es halt die Realität ist, obwohl es halt faktisch die Realität ist. Aber ich finde das so schade. Es ist so schade. Und ich weiß halt nicht, also ich weiß leider nicht mehr, welcher Cosplayer diese Aktion ins Leben gerufen hat. Da kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. Aber ich weiß noch, dass ein Cosplayer mal für irgendeine Convention aufgerufen hat. Yo, ich glaube, es war sogar die Dokumi dieses Jahres oder letzten Jahr. Wir haben ja schon 2022. Dass man eben so einen bestimmten Hashtag benutzen soll, weil man eben genau den gleichen Charakter sieht, also ein Cosplayer, der genau den gleichen Charakter cosplayt, sieht und dass man halt zusammen halt ein Bild macht und dann quasi in die Story mit diesem Hashtag postet halt. Fand ich eigentlich die Idee ganz, ganz schön. Wie gesagt, ich habe keinen Partner gefunden, weil niemand hat das gleiche gecosplayt wie ich, aber es war auch nicht schlimm. Aber ich fand die Aktion eigentlich süß, weil ich finde es halt, es ist halt sehr starker Einfluss, was Social Media hat. Und auch wenn man nur mitgemacht hat, um mitzumachen, ich glaube, das lockert trotzdem so den Gedanken gut auf. Also wenn du jemand bist, der wirklich immer neidisch war auf andere, nur weil die quasi den gleichen Charakter gecosplayt haben, ich glaube, dass du durch so eine Aktion wirst du noch ein bisschen so wachgerüttelt, so, willst du das wirklich denken? Und ich fand die Aktion eigentlich sehr schön. Sondern es ist einfach, der Fun Fact ist tatsächlich der Freundin von mir, die hat aus Naruto dieses eine, man weiß nicht genau, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, gecosplayt. Haku. Haku, genau. Und da war noch ein anderer Haku. Und sie hat es vorher gesehen, dass da noch ein anderer Haku auf dieser Convention rumlaufen wird. Und war total so, das wird bestimmt, das wird voll und überhaupt und war super nervös und da habe ich ganz ehrlich, ich habe einfach gesagt, sprich's an, wenn du es auf der Con siehst, sprich's an. Und das hat sie tatsächlich gemacht, beziehungsweise sie wurde angesprochen von der anderen Haku. Ja. Und die haben, ohne Scheiß, sie hatten einen richtig schönen gemeinsamen Tag, die sind dann zu zweit rumgelaufen. Am Anfang war es noch so ein, oh mein Gott, da ist noch jemand anderes und überhaupt. Man hat sich ja direkt instant miteinander verglichen. Krass. Und es ist einfach so, das ist dieses giftige Verhalten von wegen, du cosplayst das Gleiche, okay, ich muss mich jetzt mit dir vergleichen und ja, aber im Endeffekt sind sie dann trotzdem den ganzen Tag zusammen rumgelaufen, einfach weil beide einfach gemerkt haben, sie cosplayen den gleichen Charakter. Ergo haben sie natürlich auch gemeinsame
wie soll man sagen, Gemeinsamkeiten. Ja, und also ich, also es ist so, ja, ja schon so ja, im eigenen Fandom. Es ist generell ja geil, so zu sehen, du cosplayst ein Naruto-Cosplay und dann siehst du auf einmal eine ganze Gruppe Naruto-Cosplayer, die sagen, hey, komm her und mach ein Gruppenbild mit uns. Wirklich diese Erfahrung, das war, oh, ich bekomme jetzt schon Gänsehaut, weil ich daran denken muss. Aber ich dachte mir so, ich weiß leider nicht, wie der Typ hieß, der mich gerufen hat. Aber dieser Typ, der hat mich einfach zugerufen, als ob wir uns schon seit Jahren kennen. Ich fand das so geil. Ich bin so schüchtern. Ich hätte mich nie getraut, jemanden nach einem Bild zu fragen oder so. Und ich werde einfach gerufen, hey, stell dich zu uns, wir machen Naruto-Bilder. Und wenn jemand halt sogar noch den gleichen Charakter cosplayt, dann gehe ich auch ein bisschen davon aus, dass er halt diesen Charakter besonders mag und ich natürlich dann auch. Und dann hat man so Gesprächsstoff und man ist auch auf der gleichen Wellenlänge. Und ich finde das so traurig, dass tatsächlich sehr viele Leute dann sofort denken, oh, ich muss mich vergleichen, oh, wie hat sie das gemacht oder wie hat er das gemacht? Und bei mir sieht es aber besser aus oder sowas. Ich finde das unglaublich schade. Das ist auch so schwachsinnig. Ich meine, wenn ich mir das überlege, ich habe auf der Konichi, habe ich damals einen Yuga-Cosplayer getroffen. Sowas passiert. Alle schallt ja mal, dass man ja davon trifft. Und ich hatte natürlich auch Yuga an. Und sie hatte schon die Rüstung gebaut. Ich hatte noch keine Rüstung. Ich habe mir noch Leben noch nicht vorgestellt, dass ich mir da eine Rüstung bauen könnte für den Charakter, weil, oh mein Gott, hallo, ich und Rüstung bauen, noch nie gemacht, keine Ahnung davon und so. Und ich habe die total abgefeiert. Ja. Man muss tatsächlich auch sagen, sie sah vom, also außerhalb, dass sie halt eine Rüstung war und es super episch war, war es von der Perücke her und von der Schminke her nicht so hübsch wie ich. Was vielleicht auch tatsächlich mir dabei geholfen hat, das, wie soll man das sagen, das nicht so als so schlimm zu empfinden. Aber im ersten Moment war es natürlich, okay, jemand ein anderer Yuga-Cosplayer und unterhalten. Aber oh mein Gott, ich würde sie jetzt nicht mehr aus meinem Leben missen wollen. Die ist so ein geiler Mensch. Natürlich ist ein paar Jahre, wirklich ein paar Jahre älter als ich. Und sie hat auch keinen, die cosplayt auch Yuga jetzt nicht mehr, weil sie einfach den nicht so fühlt. Aber mein Gott, ich bin so froh, dass ich mich damals einfach überwunden habe. Habe mir gedacht, ganz ehrlich, Cosplay auch Yuga kann nur geil sein, weil es gibt so wenig. Und ich, wenn ich die Chance getan hätte, damals den wirklich einer von den einzigsten Yuga-Cosplayern, die ich jemals gesehen habe, anzusprechen, ich glaube, ich würde mich in den Arsch beißen. Weil sowas ist so selten. Also bei manchen Charakteren so selten. Und man selbst. Ich glaube, ich habe sogar. Ich habe sogar, als ich dich kennengelernt habe, halt um die Epicon-Zeit, ich habe halt dann, du hast ja dann quasi von an der Convention auch quasi am nächsten Tag Yuga cosplayed und ich dachte mir so, das ist halt die Yoga-Cosplayer aus ganz Deutschland, hatte ich so im Kopf. Weil das war für dich auch so ein starkes Markenzeichen, fand ich, weil ich habe auch sonst noch nie jemanden Yoga-Cosplay gesehen und fand das auf jeden Fall sehr cool. Und ja, vor allen Dingen, wenn man so Charaktere, die generell selten gecosplayt werden, cosplayt und dann noch so einen Cosplay-Partner findet, der genau das gleiche cosplayt, ist halt, ha, ich weiß nicht. Also ich finde es eher aufregend und cool. Tatsächlich, ich muss halt meine Aussage revidieren, weil ich ja gesagt habe, ich vergleiche nie. Also nein, ich vergleiche auch immer noch nicht, aber ich scanne trotzdem die Cosplays. Allerdings. Du hast Augen im Kopf. Sowas kann man auch nicht unterbinden. Man hat Augen im Kopf. Natürlich checkt man den Gegenüber auch. Ja. Hat man aber. Nachdem man das gemacht hat, empfindet, da ist man selbst für verantwortlich. Man kann in dem Moment sagen, okay, einfach, ja, ich habe das jetzt gesehen, sieht gut aus, gut. Oder man kann sich auch einfach darüber ärgern und irgendwas sehen in dieser Person, was vielleicht gar nicht ist und sie dann unsympathisch finden, obwohl es gar nicht ist, nur weil man einfach das nicht ertragen kann, dass die Person vielleicht die hübscheren Schuhe hat, die hübschere Perücke hat oder einfach nur die Schminke on point ist. Ich wollte erzählen, also ich scanne tatsächlich sehr krass andere Menschen generell. Also ich, wie gesagt, ich bin halt eher schüchtern und ich halte mich eher zurück und beobachte gerne Menschen und schaue mir so ab, wie sozialisiert halt
andere sein können. Nee, aber ich kenne halt schon sehr krass die Cosplays. Und ich weiß, dass an meiner allerersten Convention habe ich quasi auch so gedacht, boah, das ist nicht die richtige Perücke, also andere Farbe. Natürlich würde ich nie im Leben sowas der anderen Person mitteilen, aber ich war auch schon kritisch im Kopf, sage ich mal so. Das habe ich für mich behalten. Man kann kritisch im Kopf sein, das kann man, das ist doch komplett normal, aber du sagst es dieser Person natürlich nicht. Nee, das sowieso nicht. Und ich fand, es hat mich trotzdem gestört, dass ich sowas gedacht habe. Weil zum Beispiel war ihr Mantel sehr cool. Und warum musste ich daran denken, dass die Perückenfarbe zu blau war, anstatt zu denken, oh, coolen Mantel. Also das ist mir damals aufgefallen. Und ich dachte mir so, das kann nicht sein. Ich möchte halt nicht so sein. Und tatsächlich habe ich es geschafft, oder was heißt geschafft, also ich habe dran gearbeitet und jedes Mal, also diese Gewohnheit, Cosplays durchzuscannen, das konnte ich nicht ablegen, aber ich habe den Spieß umgedreht. Ich bin bewusst mit der Intention, habe ich mir Cosplays angeschaut, um zu sehen, was ist besonders daran, was kann ich von der Person lernen. Vor allen Dingen, wenn ich höre, etwas ist selbst genäht, puh, dann nehme ich erst recht das unter der Lupe. Und also generell, also wie gesagt, ich bin halt, ich bin so asozial gefühlt. Ich brauche ein Gesprächsthema und manchmal, ich scanne das Cosplay so lange, bis ich irgendwas gefunden habe und die Person darauf ansprechen kann, so nach dem Motto, oh, wie cool, wie hast du das denn gemacht? Kannst du mir das erklären, so nach dem Motto, damit ich überhaupt was zu sagen habe. Und ich habe diese Einstellung so krass in mir vertieft, immer wenn ich ein Cosplay sehe, ich scanne das und denke mir so, boah, das hat sie irgendwie schön gemacht. Und jetzt gehe ich hin und sage, ey, das hast du echt cool gemacht. Und meistens frage ich auch, wie die Person das gemacht hat, weil, ja, ich bin ein wissbegieriger Mensch, ich möchte halt natürlich das wissen, ich möchte auch das davon von der Person lernen. Und so kann man halt von dem Mindset her das so an sich selbst arbeiten. Ja, wir Menschen, wir geraten zu sehr in dieses Vergleichen und sofort durchscannen, was andere können, was andere nicht können. Und irgendwie möchte unser Ego immer die Sachen so verdrehen, dass wir uns überlegen fühlen. So sind Menschen. Aber man kann halt bewusst an sich arbeiten und zu denken so, ich möchte extra die Seiten aus der Perspektive sehen, wo ich die Person eher auf den Podest stelle. Also eigentlich, also man sollte auch jetzt nicht niemanden vergöttern oder so. Aber ich gehe bewusst immer so ein paar Schritte zurück und denke mir so, was kann ich Positives der Person mitteilen? Oder was kann ich von der Person lernen? Und tatsächlich geht es mir halt viel, viel besser damit. Ich vergleiche mich selten. Also ja, es kommt immer noch vor, ich bin jetzt kein perfekter Mensch. Und ich glaube, das wird man nie komplett ablegen können. Es gibt immer noch Cosplayer, die mich wahnsinnig triggern und worauf ich denn neidisch bin, aber es kommt eine andere Podcast-Folge dazu. das ist hier gar nicht das Thema, aber ja, also sowas ist menschlich. Aber ich finde immer wichtig, dass wir auch quasi uns bewusst sind, man kann an sich selbst arbeiten, man kann auch dazu beitragen, dass die Cosplay-Community immer angenehmer und positiver ist. Und das führt eigentlich auch zu der letzten Frage, die ich mir oder vorletzten Frage, die ich mir quasi so aufgeschrieben habe. Denkst du denn, wenn wir alle so ein bisschen arbeiten, dann jeder an sich so ein bisschen und vielleicht auch andere Maßnahmen findet, dass die Diskriminierung in der Cosplay-Szene so stark reduziert werden kann, dass es überhaupt kein Thema ist, dass man überhaupt nicht mehr darüber reden kann, weil das so selten ist? Also tatsächlich kann ich dazu sagen, auf der Convention ist es sehr leicht, der Sache aus dem Weg zu gehen, indem man einfach sagt, okay, wenn man zum Beispiel feststellt, man kommt mit der Person nicht so sehr klar, dann geht man einfach weg. Dann sagt man so, ja, okay, ich gehe dann mal weiter und dann hatte sich die Sache erledigt. Beziehungsweise wenn man einfach in dem Sinne, man nicht so gut da drin ist, Leuten Komplimente zu geben oder man das einfach nicht so gut kann,
dann ist es nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, nichts zu sagen im Endeffekt. Das Schlimmste ist, was Negatives zu sagen. Sprich niemals jemanden, also es sollte niemals im ersten Satz zumindest drin stehen, dass du sagst, oh, also deine Perücke ist jetzt nicht so gut geworden. Das sind so Autsch-Sätze. Die sagt man einfach nicht, man behält es für sich und dann ist gut. Ja. Man findet meistens immer was Positives an einem, also ich zumindest. Und wenn ich einen einfach nur anflirte, weil er einen saftigen Popo hat. das hat jeder. Prinzipiell, das ist ganz egal, wenn immer. Das funktioniert immer. Ne? Ja. Das ist so ein Geheimtipp. Kann man auf einer Convention der Sache ganz einfach aus dem Weg gehen. Und auch im Netz ist es gut möglich. Wenn du auf deiner For You-Page oder auf Instagram jemanden siehst und du denkst dir, oh, das Cosplay ist jetzt nicht besonders gut oder boah, das hätte ich jetzt nicht gemacht, dann ist es einfach deine eigene Meinung. Aber dann musst du nicht unbedingt, dann musst du kein Like da lassen, aber auch kein Kommentar. Ja. Verstehst du? Wenn du kein Like auf jeden Fall hast, zu. Dann gib auch keinen Kommentar ab. Fertig. Und auf TikTok ist es das Gleiche. Du kannst angeben, möchtest du nicht mehr sehen. Und dann kriegst du sowas auch nicht mehr gesehen. Dann kriegst du weniger von diesem Content zu sehen. Dementsprechend ist es für uns Cosplayer, ist es natürlich, da kann man sagen, hey, wir sind alles Cosplayer, wir haben alle ungefähr irgendwann die gleichen Erfahrungen gemacht. Natürlich ist es während Corona ziemlich schwierig, weil halt viele nur dieses Online mitbekommen. Und Online ist ja ziemlich, entweder ist man pro oder contra. Man ist nie neutral, sondern man ist entweder, liked man jemanden oder man hasst jemanden, habe ich das Gefühl. Ist saudoofe Denkweise. Ja, also ich finde es auch sehr schade. Merke ich auch so ein bisschen. Es gibt nur zwei Extreme meistens, ne? Und das abzulegen, das geht nicht von heute auf morgen. Aber unter uns Cosplayern kann man doch einfach sagen, hey, mir gefällt dein Cosplay nicht, dann sag ich nichts. Weil muss man ja nicht. Was ist das? Für dich ist es doch extra Arbeit, einen Kommentar, einen negativen Kommentar zu hinterlassen. Und ja, vor allen Dingen, also es bringt einem einfach literally nichts. Es bringt einem nichts. Es bringt einem persönlich nicht. Also fühlst du dich wirklich gut? Also ich sag mal so, ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen sich danach gut fühlen. Aber möchtest du dich wirklich gut fühlen, weil du zu jemandem hingehst, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er einen Fehler begangen hat? Mhm. Und möchtest du diese Art von Mensch sein? Das ist halt ja, das. Genau. Möchtest du wirklich sowas tun? Und ich finde, also wie gesagt, mir kommt es einfach nicht im Kopf rein, dass man halt überhaupt auf die Idee kommt so. Deshalb finde ich das super schwierig, solche Menschen nachzuvollziehen oder zu verstehen. Mhm. Also generell, Leute, bitte haltet das einfach für euch. Also ich persönlich bin jemand, der sehr kritikoffen ist, weil ich einfach gelernt habe, das gut abzugrenzen. Also ich habe mein Gehirn quasi so programmiert, dass ich genau weiß, was ist Kritik und was ist unnütziger Schmarotz aus deinem Gehirn, nur damit du dich überheblich fühlst. Und das wird sofort aussortiert. Also mir macht das persönlich nichts aus. Deshalb bin ich halt ein sehr kritikfreudiger Mensch. Aber das ist halt nicht jeder und das muss auch nicht jeder sein. Und ich finde es sehr wichtig, dass man die Grenzen anderer respektiert und dass man, also generell, also was hat die Person davon, dass ich gesagt habe, ja, dass die Naht ist aber jetzt hier verschoben. Die muss eigentlich 5 Zentimeter höher. Hast du die Referenzbilder nicht gesehen? Das bringt halt der Person nichts, weil wer weiß, warum sie das gemacht hat. Das ist ihr Ding. Das bringt mir auch nichts, weil ich habe auch kein, ich habe einfach nichts davon. Nichts. Und da muss man aber wieder, da muss ich leider ein bisschen also das war jetzt nur eine Kleinigkeit mit der Naht zum Beispiel, aber tatsächlich ist es sowas bei meinem Genshin-Outfit, hatte ich zum Beispiel meinen, keine Ahnung, was ist das, was man da am Hals hat, so eine komische Brosche, die war falsch rum. Und ich wurde natürlich darauf hingewiesen, dass sie falsch rum ist, von Genshin-Cosplayern, und war dafür natürlich sehr dankbar. Es gibt immer Unterschied zwischen jemanden aktiv helfen wollen oder jemanden einfach nur bewusst zu sagen, es sieht scheiße aus. Ja, da kommt auch immer auf den Ton drauf an. Aber online gibt es keinen richtigen Ton. Der weiß nämlich nicht, in welcher Tonlage du das geschrieben hast. Der liest nur, was da steht. Und wie du das dann auffasst, das kann verletzend sein. Also ich finde auch, dass man sehr viel mit der Formulierung halt arbeiten kann. Also ich habe tatsächlich auch vor kurzem noch eine Cosplayer
auf etwas aufmerksam gemacht, jetzt nicht Cosplay bezogen, aber sie hat etwas in der Caption halt stehen, also die hat etwas in der Caption thematisiert und es ging daraus hervor, dass sie eine bestimmte Sache nicht wusste, und zwar, dass man halt, wenn man zum Beispiel als Elsa in Geburtstagsfeiern quasi auftritt oder dafür gebucht wird, dass man eine Disney-Lizenz braucht. Und also es hat sich aus der Caption rausgelesen. Ich habe da auch ganz vorsichtig gesagt, ja, ist voll cool, mach dein Ding, wie du möchtest. Vielleicht, aber bitte sei vorsichtig, man braucht bestimmte Lizenzen. Ich weiß nicht, ob du es schon weißt. Nicht, dass du in Schwierigkeiten kommst. Und ich habe halt nicht sowas geschrieben wie, hast du auch eine Lizenz dafür? Also auch wenn es geschrieben ist, also man merkt, an der Formulierung kann man schon einiges machen. Und wenn man wirklich, also meine Intention war wirklich, dass diese Cosplayer in keine Schwierigkeiten gerät. Und ich meine, ich kenne sie jetzt auch schon, wir haben auch schon mal hin und her geschrieben, also ist jetzt kein völlig Fremder. Sonst hätte ich wahrscheinlich eher eine persönliche Nachricht geschrieben, anstatt einen Kommentar. Aber ja, also in der Formulierung kann man auch einiges machen. Und wie gesagt, wie du das auch sagtest, hier irgendwas ist falsch rum oder so, das finde ich auch ganz nett, wenn man es halt einmal kurz Bescheid gibt. Also da kommt es ja auch auf die Situation an. Wie sprichst du mit der Person? Bist du jetzt herabfällig und sagst, ey, das ist falsch? Oder sagst du so, hey, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich glaube, deine Broschke ist anders, falsch herum oder sowas. Das ist halt komplett anderes Level. Also da kann man auf jeden Fall an, ja, da hat man so einen krassen Spielraum und da muss man echt, ja, auf sich aufpassen. Was habe ich halt davon? Wenn ich einen Cosplayer glücklich mache, weil irgendwas bei denen verschoben wohl ist und die Person merkt das nicht und ich einfach nur sie kurz darauf hinweise, dann hat sie die Person was davon, weil sie konnte es wieder fixen. Und ich habe auch was davon, weil ich denke mir so, yay, ich habe jemand geholfen. Aber auf etwas hinzuweisen, vor allen Dingen etwas, was man nicht immer eben ändern kann. Ich meine, ja, schlecht gestylte Wig, was soll die Person machen? Jetzt ins Badezimmer rennen und die Wig neu stylen oder was? Also das ist halt, also da muss man halt natürlich schon auf die einzelne Situation ein bisschen drauf achten. Aber ich denke mal, also ich würde jetzt sagen, ich denke mal, jeder weiß schon, wie man damit umgeht, aber anscheinend nicht, weil sonst hätten wir diese Probleme ja nicht. Aber ja, ich hoffe, dass man trotzdem versteht, was man aussagen möchte hier. Welche Tipps hättest du denn für die Leute, die Diskriminierung erfahren oder halt unangenehme Situationen, zum Beispiel Conventions, man geht einfach hin und sagt, ist das ein Cosplay scheiße? Also wenn es tatsächlich auf Convention so eine Situation passiert, dann ist es eine direkte Konfrontation, da kann man wirklich nicht viel, man kann natürlich kontern, dafür braucht man natürlich einen guten Spruch zum Kontern, da wüsste ich jetzt auf die Schnelle tatsächlich auch keinen, außer so ein, ja und? Was ist dann dein Problem damit, so in der Art? Ja. Natürlich könnt ihr dann zurückkontern von wegen bla bla bla, weil es meine Augen verletzt, so ein Scheiß, ja. Wird eigentlich zu nichts führen. Ich glaube im besten Fall, also ich bin tatsächlich jemand, für mich ist es sehr schwer, in dem Moment nichts zu sagen. Aber am meisten zieht es tatsächlich, wenn dich jemand verbal angreift, dass du ihn einfach anguckst und nickst und weitergehst. Weil in dem Moment fühlt er sich dann selbst auch so ein, okay, der ist einfach dann total perplex, weil der erwartet ja eine Reaktion. Und wenn du keine gibt, dann ist der natürlich auch so, okay. Ja. Das wäre der direkte das momentan. Ist sehr gut. Was online ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil man kann ja auf der einen Seite unter uns Cosplayern ist ja ein bisschen mehr Verständnis, aber im Internet sind halt alle Menschen. Und da kommt es halt einfach vor, dass die Leute dich wegen einer Kleinigkeit denken, zurechtzuweisen. Das ist unangenehm, das ist kacke, aber da kann man nicht wirklich viel machen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist darauf einzugehen. Weil damit lockst du noch mehr Leute an, die sich dazu äußern. Und ja, und die Leute fangen, also ich habe auch schon sehr oft erfahren, auch wenn ich halt wirklich nur sachlich gesagt habe, hey, aber das ist doch so und so,
die Person fühlt sich sehr erleichtert durch angegriffen, beziehungsweise die, also das backfired immer, ne? Seitdem, ob es man einfach nur noch mehr Leute anlockt, ob die Person die Freunde mal herholt, das hatte ich tatsächlich auch, dass ich auf einmal dann von irgendwelchen Kiddies angeschrieben worden bin, und so weiter. Und dementsprechend, da gebe ich halt zu, darauf reagieren, also ich lösche inzwischen nicht mal die Kommentare oder so, aber ich reagiere dann einfach nicht drauf und denke mal so, ja, herzlich Glückwunsch, du hast jetzt hier deine Meinung geteilt und keinem Jux. Ja, tatsächlich, bei mir ist es so, ich lösche die Kommentare, wenn mir jemand auf TikTok oder auf Instagram was schreibt, was mir einfach nicht passt, dann lösche ich die Kommentare aus zwei verschiedenen Gründen. Erstens, ich möchte nicht, dass irgendjemand in meinem Freundeskreis sich angesprochen fühlt, mich verteidigen zu müssen. Das ist absolut nicht notwendig. Ich kann für mich selber einstehen und bin erwachsen genug, damit umzugehen. Also brauche ich da jetzt nicht einen strahlenden Ritter in strahlender Rüstung. Das bin ich selber. Ich wollte gerade sagen, das bist du doch selbst. Ja. Und zweitens ist es einfach sowas. Für mich persönlich ist es eine Belastung, wenn ich es drinne stehen habe und irgendwann später gehe ich nochmal auf mein Video und gehe nochmal die Kommentare durch und lese das nochmal. Für mich ist es sehr unschön, das nochmal lesen zu müssen. Dementsprechend sage ich mir, aus den Augen, aus dem Sinn, was weg ist, ist weg, was vergangen ist, ist damit auch rum. Ja. So gehe ich mit solchen Sachen tatsächlich um. Wenn ein Shitstorm kommt, dann habe ich daraus gelernt, dass ich das einfach über, dann ist das halt einfach so, jeder Sturm zieht vorüber, mache ich halt einen Regenschirm auf. Aber wirklich drauf einzugehen, bringt nichts. Es bringt auch nicht, es gibt ja tatsächlich welche, die tatsächlich der Überzeugung sind, jede Art von Aufmerksamkeit ist gute Aufmerksamkeit, weil du wirst ja dadurch berühmter. Nein, die Leute, die dir dadurch folgen, sind nicht die Leute, die du haben möchtest. Also, Zum einen, man möchte ja gar nicht diese Leute auf seinem Profil haben und zum anderen, also ich finde, dass es so ein negativer und auch selbstzerstörender Glaubenssatz aus dieser Gesellschaft, weil du denkst so, ja, ich kann's ja aushalten, Hauptsache ich werde berühmt, so nach dem Motto, aber kannst du das wirklich halten? Hast du wirklich diese psychische Stärke dagegen anzugehen, dass es wirklich dich nicht trifft und viele Leute überschätzen sich und dann fühlen sie sich doch verletzt und dann zwingen sie sich nicht verletzt zu fühlen, weil die denken sich so, nein, ich habe mich doch dafür entschieden, unterdrücken denn diese Gefühle und irgendwann platzt es. Und dann hört man sowas wie, die und die Person hatte aufgehört zu cosplayen, weil der Hate zu groß war, dass man halt eine Social-Media-App komplett löscht, dass man komplett mit Cosplay aufhört. Ich habe schon alles Mögliche gehört. Und dementsprechend finde ich das sehr wichtig, erstmal Gefühle fühlen zu lassen. Wenn du dich verletzt gefühlt hast, dann darfst du auch dich traurig fühlen. Und du musst niemandem Stärke beweisen oder gerechtfertigen, warum du Kommentare löscht. Also ich persönlich tue es nicht, das juckt mich nicht, obwohl das ein sehr guter Punkt ist, dass dadurch, dass ich die Kommentare nicht lösche, ziehe ich andere Leute mit rein, die mich vielleicht verteidigen wollen. Also vielleicht überdenke ich da meine Herangehensweise nochmal. Aber wenn du halt Kommentare löscht, ist es deine Seite, deine Regeln, heißt man also schön, solange du niemand anderen dabei verletzt. Aber du kannst halt selbst bestimmen, was auf deine Seite angezeigt wird. Und wenn welche Kommentare stehen, die du nicht da stehen haben möchtest, dafür gibt es auch die Instagram-Funktion. Und damit, perfekte Überleitung, kommt es. Wollte ich nur was sagen. Nämlich das perfekte Zitat dazu ist, hat auch mir irgendjemand einfach mal gesagt, so ja, wenn dir jemand vors Haus scheißt, machst du es doch auch weg. Also warum löschst du keine Kommentare? Ja, stimmt, das ist eigentlich voll der coole Spruch. Ja. Danke, ey, das ist echt cool. Das stimmt. Was ich sagen wollte, jetzt hast du meine Überleitung kaputt gemacht. Und zwar an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, was heißt Zuschauer, Zuhörer, ich vergesse immer, dass ich einen Podcast hoste und kein YouTube-Video. Tut mir leid. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Also, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die Interesse haben zu wissen, welche Einstellungen man auf Instagram, also ich habe jetzt mich nur auf Instagram bezogen,
ja, einstellen kann, damit man eben so eine Schutzmauer quasi vor dämlichen Kommentaren um sich selbst dann quasi rumbauen kann, damit man auf den sozialen Netzen halt etwas geschützt sind. Also dann geht es ja auch meistens genauso um ganz gravierende Kommentare wie, ja, dass man halt bestimmte Wörter, die ich jetzt auch hier nicht nennen möchte, wie zum Beispiel das N-Wort oder so, falls man schwarzer Cosplayer ist, das kommt halt sehr häufig vor. Und sowas kann man zum Beispiel rausfiltern, damit man erst gar nicht angezeigt bekommt. Und eine Übersicht über die ganzen Funktionen wird es in den nächsten Tagen auf Instagram erscheinen. Also folgt mir da auch gerne. Schaut auch bei Sally vorbei. Ich habe sie jetzt in den Shownotes verlinkt, also ihr Instagram-Profil. Genau, das nochmal eben kurz ein Schub. Ja, am Ende gibt es nur noch eine Frage. Und zwar, möchtest du den Zuschauern noch unbedingt was mitgeben? Du hast ja schon eine Menge geliefert. Aber vielleicht gibt es noch einen Gedanke, den du loswerden möchtest oder am Ende jetzt noch besonders hervorheben möchtest. Okay, also ich würde jetzt tatsächlich diesen Moment nutzen, ein wenig Eigenwerbung zu machen. Ja. Und zwar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich Conventions, ihr möchtet gerne auf... Ich zähle mal alle Conventions auf, wo ich mich auskenne. Leipziger Buchmesse, Epicon, Dedeco, Animog, Animako, die Max in Berlin, Hanami in Ludwigshafen, die Animagic, die Dokumi, die Frankfurter Buchmesse, der Japantag, die Kunichi, die Wimaikai, der Cosday, die Stuttgarter Comic-Con. Das glaube ich war's. Ja, das war auch ziemlich klar. Erfurter Comic Park noch, ja. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt zu Conventions, ihr seid euch unsicher, was mache ich, was muss ich denn machen für meine erste Con, meldet euch gerne auf Instagram. Ich antworte jedem. Vielleicht nicht direkt, aber meistens eigentlich schon ziemlich schnell. Ich bin da nämlich ziemlich aktiv drauf. Und ja, da würde ich tatsächlich sagen, ich fand den Abend sehr schön. Und ich hoffe auch, dass die Zuhörer sehr viel Spaß hatten und dass ich dadurch ein bisschen Licht ins Dunkle der Convention-Szene strahlen konnte. Ja. Ja, vielen Dank, dass du bereit warst, hier mit mir zu quatschen. Ich habe den Abend sehr, sehr genossen und ich denke mal, dass unsere Zuhörer das auch machen werden. Also ich fand das Gespräch eigentlich schon ziemlich cool und an alle, die quasi sagen, oh, ich möchte auch mal als Podcast-Partner auftreten, ihr könnt mir immer gerne ein DM schreiben mit Themenvorschlag und alles andere klären wir dann quasi im weiteren Gespräch. Also ich finde das unglaublich schön, weil man halt mehr Stimmen hört als nur meine. Und ja, danke schön, dass du jetzt dabei warst. Danke für dein Wissen, für deine Erfahrungen. Ich finde, das Gespräch ist echt schön verlaufen und ich wünsche dir eine gute Nacht. Und ich freue mich, wenn diese Folge dann online geht. Ich mich auch. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich auch, keine Sorge. Sind wir beide, wir sind zu zweit. Na dann würde ich mich jetzt von dir verabschieden. Mhm. Und ja, vielleicht tauchst du noch einmal auf diesem Podcast. Who knows? Ja, also ich würde mich sehr gerne freuen, wenn ich nochmal dabei sein könnte, wenn ich denn helfen kann. Und dann... Wünsche ich dir auch noch einen wunderschönen Abend und man hört voneinander. Ja, tschüss. Ciao. So sind wir schon zum Ende dieser sehr langen Folge angekommen. Vielen Dank, dass du bis jetzt gehört hast. Danke für deine Zeit und für dein Interesse. Ich freue mich wirklich, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und dass dir die Folge gefallen hat. Lass gerne eine positive Bewertung da, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten kannst du mich in den Kommentaren oder per DM wissen lassen, wie die Folge dir gefallen hat. Und schau gerne bei Sally vorbei. Ich habe ihr Instagram-Account in die Infobox verpackt. Bis zum nächsten Mal. Bye!